Und eins kann ich euch sagen. Bis zur Wahl im September werden die noch versuchen, dieses System so zu halten, wie es momentan ist. Aber nach den Wahlen ist Ende im Gelände. Das ist so amtlich wie nur sonst irgendwas. Ja, und wenn USA auf seine eigenen Leute schießen kann, und die haben jetzt ein Haushaltsdefizit von 1,2 Billionen Dollar, dann wissen wir, wohin das führt. Und deswegen ist das immer wieder mein Spruch: Hört der Kriechende auf zu kriechen, hört der Herrschende auf zu herrschen. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Death to the New World Order! Ja, ich bin Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich heiße euch willkommen an unserem, an der letzten Sendung. Aber nur im Februar. Ne? Heute ist der 28. Februar 2013. Wir haben heute ein heißes Thema. Hier hat schon einer irgendwo, ist wahrscheinlich schon wieder hier längst nach oben gerutscht, im Chatraum geschrieben, wie konntest du dir denn dieses Thema einfallen lassen? Du sperren sie dich doch wieder weg und dann können wir keinen Wake News mehr hören und so weiter. Das sagt Schweiger, huhu, Detlef, viele Grüße aus dem badischen Karlsruhe. Karlsruhe, ist das nicht so eine Freimaurer-Hochburg mit dem und so weiter und so weiter? Ne, wissen wir ja. Okay. Ja, also klasse, dass ihr da seid. Und wir haben natürlich heute wieder eine Menge vor, was wir durchgehen wollen. Und wie ich das immer gerne tue, zunächst erstmal herzliche Grüße auch an alle Zuhörer von milen-fm.net, die ja auch mit parallel streamen. Klasse, dass ihr auch da seid. Für euch ist heute ein besonderer Tag, da komme ich gleich dazu. Und natürlich alle anderen auch. Vor allem, die das erste Mal zuhören, die müssen das wissen. Es ist hier nämlich Gefahr angesagt. Jede Sekunde kann was passieren. Hier live bei Detlef. Ist auch schon, ne? Okay. Und natürlich hier, klasse, was die Musik angeht. Da hat man jetzt hier eingangs etwas Passendes. Nämlich von Steve Phillips. We are the 99%. Übersetzt heißt das, ne? Nicht nur Englisch reden hier. Wir sind die 99%. Und ich sag's vorhin schon zu jemand. Eigentlich sind wir 99,99% Periode ist so ein mathematischer Ausdruck. Also die 9 geht immer weiter. Ne? Okay, aber wahrscheinlich haben es 95% noch nicht mitgekriegt, dass sie auch dazu gehören. Und deswegen ist das unsere Aufgabe hier, die Leute ein bisschen zu informieren, auch denen ein bisschen Mut zu machen und sie vielleicht mit aufzuwecken ein bisschen, gell? Und das geht natürlich dann vor allen Dingen ganz klasse, wenn sich die Tyrannen wie Tyrannen verhalten. Erst dann kann man sich wirklich als solche auch identifizieren. Dann wacht sogar der Letzte auf. Ne? Und da gibt es eine Menge von diesen Beispielen heute in unserer Sendung, was da so gelaufen ist. Und denke, das ist für alle ganz wichtig, egal in welcher Region das stattfindet. Wir können ja auch von anderen Ländern, anderen Gegebenheiten viel, viel lernen. Wir haben auch viel von Mahatma Gandhi gelernt, ja, weil der hat ja schon klasse Sachen gesagt. Ne? Der hat ja gesagt, zum Beispiel hier, zuerst lachen sie dich raus, ne? Dann bekämpfen sie dich. Ja, und dann hast du gesiegt, ne? Und so gehen wir auch vor. Im Moment sind wir noch in der Bekämpfen-Phase. Das mit dem Belächeln haben, das machen sie auch schon nicht mehr so richtig, ne? Oder? Weiß nicht. Okay, jedenfalls auch nochmal so ein bisschen zur letzten Sendung. Ich denke, das war auch ungewollt im Prinzip eine Vorstufe unseres heutigen Themas. Weil, wie willst du das anders sagen? Weil natürlich da auch schon über die Dinge gesprochen wurde, nämlich die Verzweiflung der Mächtigen. Ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, und das ist eben, wie gesagt, diesen 95%, vielleicht sind es auch ein bisschen weniger, ne? Werden wahrscheinlich jeden Tag etwas weniger, die noch nicht so genau wissen, dass sie auch zu diesen 99,999% gehören, die also nicht unbedingt so durchschauen, dass die Kräfte, die
ja, an uns zerren täglich, ob es das tägliche Leben ist, ne? Der Kampf um das Überleben, ob es unsere Gesundheit ist, aus dem Essen, aus der Luft und aus der Erde und so weiter, oder das Krankmachen ist durch die Pillen und so weiter, ne? Und die Impfungen, hm? Oder sonstige Geschichtchen, dass da auch, was das Geld angeht, was die Wirtschaft angeht, was die Finanzen angeht, überhaupt, was das ganze gesellschaftliche Leben angeht, eine ganz, ganz kleine Gruppe von Menschen, ja, weiß nicht, oder ich sag mal Wesen, das kontrollieren und steuern und vorgeben, wie das geschieht und geschehen soll. Da wird jeder so, oh nein, das kann nicht sein, das stimmt nicht. Wir haben hier Politiker, die machen das, da schreiben wir eine Petition hin, da machen die das, was ich in die Petition reingeschrieben habe. Oder nicht? Ja, vielleicht nicht. Auch wenn der 100.000 unterschrieben, kannst du sogar 1 Million unterschreiben lassen, es passiert trotzdem nichts, wird abgelehnt, ach nö, machen wir diesmal nicht. Also können es die Politiker vielleicht doch nicht sein, die uns hinter den Kulissen oder vor den Kulissen eigentlich hier, dass die das so alles so in der Hand haben? Hm. Ah gut, okay. Also die, die hier regelmäßig zuhören, wissen ja sowieso, was ich immer hier so sage. Nämlich, es ist eine kleine Gruppierung, die ich die dominante irrsinnige Minorität nenne, oder auch die DIMS, D-I-M-S für die Mehrzahl, abgekürzt, damit ich das lange Wort nicht mehr aussprechen muss, ne? Aber viele, die es das erste Mal hören, wissen ja nicht, was meint er denn damit jetzt? Ne? Deswegen sage ich es immer nochmal, erkläre es auch. Und ja, wenn man es ein paar Mal mehr gehört hat, bitteschön, dann bleibt es auch besser haften. Das haben wir schon hier in der Marketingklasse, hier in der fünften Klasse irgendwo mal gelernt. Ne? Der eine hat sogar mal studiert, Marketing, oder? Naja, jedenfalls wissen wir ja, dass wir uns hier in einer Matrix befinden, die im Moment kräftig dabei ist, auseinander zu platzen, geradezu zu platzen. Oder? Ja, weil sie platzen soll. Und die Leute, die jetzt noch in der Matrix drin sind, versuchen die heftig zuzuhalten, festzuhalten. Ja, alle sind aufgeschreckt und sagen, was ist ja nicht los, warum sollen das alles jetzt auffliegen? Warum wachen die Leutchen jetzt alle reihenweise auf und durchschauen das, was wir hier seit doch schon ewiger Zeit so machen? Das ist natürlich gefährlich für die Leutchen, die jetzt da auf diesen Stühlen sitzen, die Macht bedeuten. Ja, und aber die ganz dahinter stecken, die dominante Irrsinnige Minderheit will, dass es zusammenbricht. Es werden auch die geopfert, die jetzt in der Matrix hauptsächlich dafür da waren, die Matrix durchzuführen in ihrem Auftrag. Das müsst ihr wissen. Die werden ausgenutzt, die werden, ja, drangsaliert, werden, wenn das Ding zusammenbricht, die werden geopfert. Ja, auch die in Uniformen, wie sie da alle sind, die werden irgendwann möglicherweise geopfert. Weil man das große Ganze möchte, und das große Ganze, so wie ich es auch immer gerne in meinen Sendungen sage, ist eine Weltregierung oder auch genannt neue Weltordnung. Über das haben wir häufig und mannigfaltig und intensiv schon in anderen Sendungen gesprochen. Aber das muss man trotzdem immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil nur eine komplette Kontrolle über die ganze Welt, ne, mit allem, was da drin kreucht und fleucht, dazu gehört natürlich auch die Menschen, die müssen kontrolliert werden können und das geht nur, wenn man sie absolut abhängig macht. Und das, da ist man dabei, bis man dann soweit ist, ne, die selber herzustellen, ne, zum Beispiel so ja, Mischungen, ne, habt ihr schon mal gesehen, ne, beim Schwarzenegger. Ne, der war auch schon mal so ein halbes Ding, also im Film, ne? Und ja, und der Rest, was soll mit denen passieren? Ach ja, gut, das ist ja auch bekannt. Die sollen vernichtet werden. Das ist schon mächtig dabei. Läuft schon. Die Programme sind schon eingefädelt, denn die Hungerrate
steigt dann die Armutszahlen, jage nach oben, nicht in Afrika, da sowieso. Nein, auch in Europa, auch in den USA, den Ländern, den Nationen, wo wir immer gedacht haben, dass die es geschafft haben, das sind die Industrieländer, denen geht's allen gut. Und da kann man erkennen, dass auch hier einiges bereits im Argen ist. Ja, aber ihr sollt hier heute heftig mitdiskutieren und das nicht nur in den Chaträumen, die zur Verfügung stehen hier, unter anderem zum Beispiel bei WakeNews.net, WakeNews Radio oder bei Milen FM gibt's das auch. Und natürlich könnt ihr mir auch hier während der Sendung E-Mails schicken unter radio@wakenews.net. Und da ist auch schon einiges angekommen und das ist klasse, wenn ihr da mitmacht und dann lese ich das eine oder das andere von euch hier mit vor, gell? So würde ich sagen, ne? Das werden wir mal so machen, ne? So ein bisschen witziges Thema heute, denke ich, wird der eine oder andere gedacht haben, ne? Was will er jetzt wieder? Das steht nämlich, das veröffentliche ich immer bei mir auf dem Blog mywakeness.com, ein Artikel zur jeweiligen Sendung. Sind jetzt die Tyrannos los? Fragezeichen. Und wer diesen Blog-Bericht schon mal aufgerufen hat und mal reingeschaut hat, der findet auch ein feines Bildchen. Mache ich immer so ein kleines, nettes, eine kleine nette Collage aus Internetbildern und so. Und da steht dann noch ein sehr eifrige Kollegen, nicht? Abgekürzt SEK. Was damit auf sich hat, werden wir auch im Laufe der Sendung noch diskutieren. Aber es steht jetzt hier Folgendes drin. Ja, in den letzten Tagen schlugen sie vermehrt zu. Die Tyrannos. Wir kennen ja doch den richtigen Satz. Tyrannen zeigen sich erst, wenn sie wie Tyrannen agieren. Und so geschehen hier in der NGO-BRD, für die, die es nicht wissen, was NGO heißt, BRD wird bekannt sein, steht für Non-Governmental Organization oder Nichtregierungsorganisation. Da ist es weiter in Berlin, drangen 15 schwer bewaffnete SWAT SEK-Truppen in eine Berliner Wohnung und drangsalierten die Bewohner, nahmen alles mit, was er in einem seiner Videos gezeigt hatte, diverse Utensilien wie ein harmloses Klappmesser und ganz wichtig die Spielzeugpistole, mit der er in einem seiner Videos seine Show gemacht hatte, natürlich BRD-kritisch. Und nicht zu vergessen, sämtliche Datenträger, PCs, Kameras und bla bla und so weiter, das kennen wir ja schon, ne? Aus diversen Fällen. Ich war ja auch schon mal betroffen, ne? Im Auftrag der BRD, ne, kam hier die Schweizer bei mir mal. Ne? Und dann musste ich ein halbes Jahr auf die Dinge verzichten ungefähr, bis sie es aufgegeben haben und gesehen haben, ja, kriegen wir eh nicht von ihnen. Okay, so. Ja, und dabei führten sie sich auf, wie die SCH.1, ja, kann jetzt jeder überlegen, wie man das zusammen dekliniert, aber hört selbst, was er dann dort erlebt hat. Ich spiele euch das dann etwas später ein, dann diskutieren wir auch nochmal darüber. Und dann haben sie auch gleich dann haben sie auch gleich mehrere Mitglieder der gerade erst im letzten Jahr entstandenen BRD-kritischen Gruppierung DPHW fest, die zuletzt mit spektakulären Aktionen sogenannte Gerichtsvollzieherfestnahmen durchgeführt hatten und damit auf die vielen Ungereimtheiten in der BRD-Justizlandschaft verwiesen hatten. Die systemtreue, kontrollierte Presse berichtete natürlich absolut unkritisch und undifferenziert, wahrscheinlich wie direkt von der Polizeipressestelle diktiert. Ja, dann gehe ich dann gleich nochmal drauf ein, auf den einen Artikel. Ja, oder? Okay. Also wichtig in dieser Berichterstattung sind immer die herabsetzend gemeinten Begriffe wie Reichsdeutsche, rechte Zähne und so weiter. Eigentlich ziemlich dümmlich, da wir ja doch wissen, dass es gerade die BRD ist, die noch Nazi-Gesetze im Dienst hat und dass das Deutsche Reich als Begriff auch dort weiterhin in den Gesetzen und Verwaltungen genannt ist, dass es auch völkerrechtlich ja das Deutsche Reich gibt, ja, das aber nicht aktiv ist, ne, weil es keine Organe hat.
und dass sie vielleicht, ohne es zu ahnen, vielleicht sogar selbst deutsche Reichsbürger sind. Ja? Naja, wir wissen, dass es Propaganda ist, die dort versprüht wird, oder? Und dann fand ich was Interessantes, könnt ihr euch dann anschauen. Auf meiner Blogseite myweaknessbombwordpress.com. Komisch, dass bei Dunn and Bradstreet, wir haben da das letzte Mal drüber gesprochen, das ist eine Wirtschaftsinformationsplattform, die weltweit organisiert ist. Die haben da ganz viele Firmen, die man dann finden kann mit allen möglichen Informationen, gespeichert. Und da war die Polizeidirektion Lörrach als Firma aufgeführt. Ich habe da einen Screenshot davon gemacht. Kann sich übrigens da gratis selber registrieren lassen und kann selber sich auf die Suche machen. Man muss das nicht alles mir glauben hier und alles die Dinge da eingeben. Kostet nichts, man muss da nur sich einmal registrieren. Ja. Dann kriegt man die Zugangsdaten und dann kann man da ohne störende was weiß ich, nachfragen. Ja. Dann, wann wird sich jetzt endlich registrieren? Oder so. Kann man dann recht rumsurfen. In Dunn & Bradstreet Datenbanken. Und da kommt man auf ganz hochinteressante Informationen. Ich habe den Link dazu übrigens auf meiner Blogseite ganz unten auch aufgeführt, dass ihr da es einfacher habt, das zu finden. Ja, bisschen Dienstleistung. Ne? Ja, und über diese Tyrannos und die anderswo habe ich da die genannt, wollen wir in der Live-Sendung berichten. Und speziellen Gast habe ich heute, das ist die Mylène Farjy, Betreiberin von mylenefm.net, Internet, Radio. Schauen wir mal, ob die schon da ist. Hallo, Mylène, bist du schon da? Ja, hallihallo, ich bin da und ich grüße erstmal alle Hörer von Wake News Radio und natürlich auch von meinem Sender von Mylène FM. Hallo. Erst einmal und schön, Detlef, ich freue mich, dass ich heute wieder einmal in deiner Sendung sein darf. Bin ja nicht das erste Mal dabei. Und ja, die Sendung heißt ja heute die Tyrannos sind los. Eigentlich sollte die Sendung heißen, wer hat die Tyrannos freigelassen? Finde ich. Und aber darüber können wir ja noch diskutieren. Mit den Dingen, die du bis jetzt angesprochen hast, gehe ich da völlig konform. Und ich habe mir auch mal so dieses Gesetz über die weitere Bereinigung von Bundesrecht gerade geöffnet als PDF, wo dann eigentlich nochmal diese ganzen Fragen, die du gerade oder Themen oder Punkte, die du angesprochen hast, aufgezeigt sind in schriftlicher Form. Und zwar im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2010, Teil 1, Nummer 63, ausgegeben zu Bonn am 14. Dezember 2010. Also schon allein die die Beschriftung oder Betitelung oben, ausgegeben zu Bonn. Das heißt ja schon, dass die wahre Regierung dieser BRID nicht in Berlin sitzt, sondern das ist dort nur ein Kaspertheater. Die wahre Regierung sitzt nach wie vor in Bonn, weil Berlin ist ja ein eigenständiges, ein eigenständiger Staat, sage ich jetzt mal, wo die BRD eigentlich nichts zu suchen hat. Und wichtige Entscheidungen werden in Bonn getroffen. Die werden in Berlin nur diskutiert und zum Abschluss gebracht. Aber die Beschlüsse, die Endergebnisse, die Vorlagen, die werden in Bonn getroffen. Dort haben wir die wirkliche Regierung der NGO BRD. Und dort ist zum Beispiel auch im Artikel 1 nochmal dieser Punkt Änderung des Staatsangehörigkeitengesetzes, dann Aufhebung des Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit. Also dieses ist ja ein Gesetz über die weitere Bereinigung von Bundesrecht. Es ist das dritte Bundesbereinigungsgesetz. Das wurde 2010, wie gesagt, am 14. Dezember verabschiedet und ist gültig ab 15. Dezember. Und ganz wichtiger Punkt da drin ist, also erstmal ist da auch drin, dass diese Nazi-Gesetze wieder aktiviert wurden. Und ganz wichtiger Punkt ist der Artikel, Moment, ich hab's gleich, muss nur noch ein bisschen runterscrollen, das geht natürlich in der PDF
besser als in, so, da habe ich ihn, als auf der Webseite selbst. Ich gehe gleich nochmal die Webseite durch, wo man das selbst jeder nachlesen kann. Und zwar ist das der Artikel 109. Der Artikel 109, Nichtanwendung von Maßgaben des Einigungsvertrages. Und in den folgenden Punkten werden oder folgende Maßnahmen zum Bundesrecht der Anlage 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990 sind nicht mehr anzuwenden. Und dann geht's los. Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht. Dann kommen die ganzen Abschnitte, Buchstaben und so weiter dazu. Dann Bodennutzung und Tierhaltung und Veterinärwesen sind nicht mehr anzuwenden, die Gesetze. Das geht dann weiter über, ich gehe mal grob durch, Marktordnung, Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft, Forstwirtschaft, Jagdwesen, Fischerei, Arbeitsrechtsordnung abgeschafft. Dann geht's weiter, hier gibt's so viel, Arbeitsschutz abgeschafft, technischer Arbeitsschutz abgeschafft. Die Liste ist 3 Kilometer lang, übergreifende Vorschriften des Sozialrechts abgeschafft, Arbeitsmarktpolitik, Arbeitsförderung, Arbeitslosenversicherung abgeschafft, Sozialversicherung, allgemeine Vorschriften abgeschafft, Krankenversicherung, gesundheitliche Versorgung abgeschafft, alles gestrichen, gesetzliche Unfallversicherung abgeschafft, also das geht weiter, sozialer Arbeitsschutz abgeschafft, soziales Entschädigungsrecht und Rehabilitation abgeschafft, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht abgeschafft, Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht abgeschafft, also es geht Eisenbahnverkehr abgeschafft, Straßenverkehr, also die ganzen Rechtsvorschriften, alles abgeschafft. Das geht weiter mit Jugend und so weiter, Zivildienst abgeschafft, leider wissen wir ja, aber Gesundheitspolitik, alles gestrichen. Es gilt alles für diesen Einigungsvertrag. Also auf Deutsch gesagt, man hat die DDR, die ehemalige DDR, wieder abgetrennt. Sie gehört nicht mehr zur BRID, sondern sie wurde im dritten Bereinigungsgesetz wieder abgelöst. Und das sollte man sich, mal auf die Fahne schreiben oder sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das wissen die wenigsten Leute, obwohl es im Internet steht, aber es wurde in den Medien nicht bekannt gegeben. Das hätte in den Medien am 14. Dezember 2010 bekannt gegeben werden müssen. Das wurde nicht getan. Man hat stillschweigend einfach nur ins Internet gesetzt, auf ihre eigene Seite. Und wovon der Bäcker nichts weiß, dessen Mehl malt auch nicht. Wisst ihr, jetzt rufen sie schon an bei dir da, Milan. Wollen die schon abholen, der grünen Minna. Nee, die sind ja blau jetzt inzwischen. Ne? Okay, ja, dank dir. Prima Einstieg. Also ihr seht, irgendwas ist hier faul im Lande. Ne? Und insofern müssen wir mal da auffordern, dass sich die Leute mal ein bisschen kundig tun, und viele, die ja zuhören, tun das ja eh, aber wir richten uns ja auch immer vor allen Dingen an diejenigen, die davon noch nicht viel wissen, und aus dem Grund finde ich es klasse, dass hier auch so viele zuhören, die aktiv mitmachen in der Aufklärung unserer Mitmenschen, vor allen Dingen was die BRD angeht. Warum ist die BRD immer im Fokus, auch natürlich hier in meinen Sendungen, wenn ja viele sagen, hier die aus Australien zuhören oder die aus, was weiß ich, Südamerika zuhören oder sonst woher, ne? Auch aus Österreich und Schweiz und so. Warum ist das schon wieder BRD? Weil die BRD eine Schlüsselrolle spielt hier in der Versklavung, der Verknechtungspolitik, die hier in der EU stattfindet. Das heißt ja auch letztendlich, dass die EU nur deshalb in dieser Form da ist, um die Nationen und die Nationalitäten aufzulösen, die Rechte ja alle abzugeben nach Brüssel in die Hände einiger skrupelloser, nie gewählter EU-Faschisten zu geben. Und das hat der von Rompuy, ne, letztes Mal habe ich auch schon mal erwähnt, ja auch schon bekannt gegeben, dass sie also die Parlamente der jeweiligen Mitgliedsländer in der EU, bitteschön, das ist doch lächerlich, die sind doch nur wie Sand im Getriebe, auflösen, am besten entmachten, oder? Wie siehst du das, Milan?
Ja, da kommt schon die erste Frage rein von einem User, und zwar fragt er eben zu dem, was ich vorgelesen habe, wenn all diese Gesetze und Verordnungen nicht mehr gültig sind, wer hält dann noch Ordnung hier im Land? Es ist ja so, dass das wir ja in einem Scheinland leben, ja. Und sie benutzen ja Scheingesetze, also ne, sie heben die Gesetze auf, sagen es aber niemandem und tun so, als würden sie noch fortbestehen. Und auf dieser Grundlage, dieser Illusion, dass alles noch besteht und wir in einer Demokratie leben, was wir ja gar nicht mehr können, auf dieser Illusion aufbauend, wird so getan, als wenn alles in Ordnung ist, und sie nehmen sich einfach das Recht raus, nach Gesetz zu handeln, welche gar nicht mehr vorhanden sind, die gestrichen wurden, und begehen damit natürlich Straftaten, weil das ja in dem Moment alles Amtsanmaßungen sind, und alles, was uns umgibt, sind ja Privatfirmen oder Handelsfirmen und keine Ämter, denn die Ämter wurden ja auch abgeschafft, das wissen wir ja alle, und ja, es sind Scheinfirmen, Scheinpolizei, Richter, was weiß ich alles, Gerichtsvollzieher und. Es ist alles nur eine Illusion. Und die sind der Meinung, und ich will denen auch gar nicht mal unterstellen, dass die über alles Bescheid wissen. Das wissen die mit Sicherheit nicht. Und die sorgen dafür, dass das hier irgendwie alles noch am irgendwie funktionieren bleibt. Aber richtig gesehen, rein juristisch gesehen, man kann es schwarz auf weiß nachlesen, auf bgbl.de, und dann geht man unten auf den kostenlosen Bürgerzugang. Dort kann man, wie gesagt, diese Bereinigungsgesetze nachlesen, auch dieses dritte vom, wie gesagt, 14. Dezember 2010, wo drinne steht, dass all diese Gesetze nicht mehr gültig sind. Ordnungswidrigkeiten und so weiter und so fort. Deswegen, also hier ist eigentlich ein weißer Fleck auf diesem Landkarte, Planetenkarte, wie auch immer, ist hier ein weißer Fleck, und eigentlich kann hier jeder machen, was er will, ne? Ist das Schlimme. Ich würde fast schon sagen, das ist gar kein weißer Fleck, das ist schon ein tiefbrauner Fleck, ne? Ja, weil wenn die alten Nazi-Gesetze wieder hier eingeführt haben, haben ja schon einige gesagt, ist dann vielleicht das Dritte Reich immer noch im Gange? Ich weiß ja nicht, ob das stimmt, aber das hat mal jemand gesagt. Okay. Ja, also Milene, ich danke dir dafür, diese Tipps auch nochmal, und mit dem Link, und den postet sie mir hier dann nochmal in die Skype-Kiste rein. Wir unterhalten uns hier, ja. Und dann kann ich das auch nochmal bei mir auf die Seite hinein posten zum Nachlesen. Ja. Was ich aber eben vor allen Dingen ja immer tue, und das ist jetzt eine wichtige Information. Also es geht hier in meinen Sendungen natürlich auch um politische Themen, gar keine Frage. Aber selbst bin ich nicht politisch. Also ich setze mich weder für die einen noch für die anderen ein, was politische Richtungen angeht. Ja, ich bin weder rechts noch links noch rot noch grün, ja, oder wie auch immer die Dinge heißen. Und ich versuche, die Wahrheit oder der Wahrheit nahe zu kommen. Und da muss man eben auch alle Themen mal besprechen können. Und was besonders irritierend ist, also nicht nur in der BRD, ist natürlich in anderen Ländern auch sehr stark so, das ist, dass eben diese Suche nach der Wahrheit stark behindert wird. Und jeder, der also eine kritische Ansicht oder Meinung vertritt gegenüber den Herrschenden in der BRD, ist das System der BRD, da wird also kräftig zurückgeschlagen, mit allen Händen und Füßen, mit den Hufen nach hinten geschlagen, egal wo es hintrifft. Ja, das ist ja jetzt hier auch wieder gestern eigentlich sogar geschehen, am 27., wo eben dieses Ausrücken dieser Truppen, speziell hier der sehr eifrigen Kollegen, stattgefunden hat. Und was mich also besonders irritiert ist, okay, dass man Recht und Ordnung irgendwie haben muss, ist, glaube ich, keine Diskussion, oder, Milene? Wie siehst du das? Würdest du mir wahrscheinlich zustimmen. Ne? Auf jeden Fall. Also da gibt es gar keine Diskussion drüber. Also es geht hier nicht darum zu sagen, wir brauchen keine Polizei mehr, ne? Wir brauchen kein Militär mehr und so, wir brauchen keine Gesetze mehr.
Man kann sich darüber streiten, ob eine Regierungsform, wie sie jetzt derzeit in diesen Systemen überall auftritt, ob die in diesem Umfang überhaupt notwendig ist. Aber das sind wiederum andere Diskussionen. Also ich denke, darüber gibt es keine nicht wirklich großen Dissens. Aber die Art und Weise ist, wenn man schon ein Recht und Gesetz hat, dann muss man sich auch darauf verlassen können. Dann muss das stimmen. Dann darf das nicht einseitig ausgelegt werden. Dann darf es nicht missbraucht werden. Auch eine, wie soll ich sagen, ein Monopol auf Macht oder auch Waffen, ja, wie das ja hier in den meisten Ländern der Fall ist. Wir sind ja leider nicht in den USA, wo jeder eigentlich so eine Knarre selber tragen darf, laut Verfassung, um sich selbst zu verteidigen, wenn es notwendig ist. Und das hat sie ja, die haben die ja die Regierung an sich gerissen als Monopol, weil sie sagen, nur wir können das. Aber das darf man dann auch nicht missbrauchen. Und wir haben da so einen ganzen eklatanten Fall. Den wollte ich eigentlich mal einspielen als Tondokument, Milene. Und ja, vielleicht kommt er auch mal in meine Sendung. Das ist jemand, der also einen YouTube-Kanal, oder vielleicht sogar mehrere, glaube ich, hat er schon gehabt, betreibt oder betrieben hat, der also ja kritische Berichterstattung dort tut. Der macht das immer in einer etwas lustigen Art. Humor ist immer eine Frage des Geschmacks natürlich. Ja. Aber ja, gut. Aber die einen gehen ins Kabarett, ne? Und die anderen nicht, ne? Also er hat das immer so ein bisschen auch so auf die Schippe genommen. Das kann man, glaube ich, in allen seinen Videos erkennen, dass das so ist. Und hat dann auch so ein bisschen mal herumhantiert in, wie ich es ja vorhin eingangs schon mal sagte, auch mit einer Spielzeugpistole und so, ja. Aber in den USA wirst du ja schon als Dreijähriger in Handschellen abgeführt, wenn du aus drei Lego-Steinchen so eine Art Pistole machst, ja, bist du schon abgeführt. Also so verrückt sind ja die Leute, die also, wir wissen ja auch, was dahinter steckt, ja. Aber ich wollte das trotzdem mal einspielen, weil es geht hier nicht um die politischen Aussagen, die ich jetzt hier mit euch diskutieren will, von dem YouTube-Betreiber, sondern um die Art und Weise, wie diese sehr eifrigen Kollegen oder auch SEK, also eigentlich heißen die ja Sondereinheitskommando oder sowas, ja, oder Einsatzkommando, die ja eigentlich best ausgebildet sein müssten, wahrscheinlich irgendwie so Antiterror, wie die ja so bei jemanden dort einmarschieren, der also nichts anderes getan hat in seinen Videos, als eben kritisch zum System sich zu äußern. Ja, hören wir doch vielleicht mal rein. Milene, das dauert ein paar Minuten, dann kriegt er es mal mit, wie er berichtet von seinem ja, von seinem Überfall von gestern, um mal zu sehen, jo, wie das da abgelaufen ist. Also bleibt mal dran. Ja, spiel mal, ich kenne das ja schon. Mach ja, mal. Okay, also bis gleich. Bin dann gleich wieder da. Witness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter witness.net. Am 27.02.2013. Heute Morgen um ca. 8 oder 9 Uhr, ich weiß es da jetzt nicht mehr ganz genau, war die SWAT-Einheit und das SEK bei mir zu Hause gewesen. Haben mich aus dem Bett aufgeweckt. Zwei Leute kamen in mein Zimmer, zwei Leute in das Zimmer meines Bruders gestürmt und haben die ganze Zeit gebrüllt, Polizei, 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 meine Tür aufgebrochen. Und ja, dann hat sich der eine Typ auf mich sozusagen draufgesetzt. Ich dachte schon, er will mich vergewaltigen. Und hat die ganze Zeit sowas zu mir gesagt, wie, du Wichser, du Assi. Und hat mich umgedreht und hat mich angebrüllt, ich Assi, ich Wichser, ich soll ihm meine zweite Hand geben. Das Problem ist, wenn er mich umdreht und meine Hand liegt so, und ich sage meinem Freund, ich würde ich ja gerne Zerr, aber das Problem ist, dass die ziemlich schwer sind, ich krieg meinen Arm nicht rausgezogen. Da muss man mich nicht beleidigen, wie, dass ich ein Klugscheißer wäre und so weiter und so fort, das hätte er sich eigentlich selber denken können. Des Weiteren, aufgrund dessen, weil der, ja, ich sag mal, scheinbar ein Anfänger gewesen war, hat er die Handschelle hier oben, ich stehe mal kurz auf hier, vielleicht sieht man das, hier oben hat er mir die Handschelle angelegt, ich habe hier so eine Narbe, und da hat er genau hier auf meiner Narbe, hat er die Handschelle so zugemacht, dass er mich auch noch geschnitten hatte. Der Witz ist, ich weiß nicht, ob man das genau erkennt, wenn ich die Hand gezogen hätte, habe ich ihm auch gesagt, das hätte ich ganz leicht durchflutschen können. Ich sag mal lieber ein
ziemlich ungehobelter Mensch gewesen war und sehr borniert von sich selbst und sehr, ist er noch nicht mal in der Lage gewesen, mir die Handschellen richtig anzulegen. Na, auf jeden Fall, dann liege ich da in meinem Bett und dann guckt er sich da meine Wohnung an und meinte dann sowas zu mir wie, ja, für einen Schmorzer, für so einen Hartz-IV-Empfänger haben sie es aber wirklich gut hier, ne? Scheinen wohl irgendwie da linke krumme Dinger zu machen und so weiter. Nee, ich kann nur gut mit Geld umgehen und ich war jetzt bedacht, mein Geld auch einzusetzen und habe noch das Glück, eine vernünftige Familie zu haben, also nicht nur Eltern, sondern auch Verwandte zweiten Grades und so weiter, die hier und da mir mal irgendwie ein bisschen Geld zuschußt, damit ich mir mal ein paar Feten kochen kann und so weiter. Auf jeden Fall, kommen wir zum Punkt, oder kommen wir weiter. Da haben die dann also alles konfisziert, meine Swastika-Binde, meine komplette Uniform sozusagen, mein Computer, mein PC meine ich, meine Festplatten, meine externen Festplatten, meine Kameras, die haben mir alles weggenommen und ja, haben gesagt, ihr habt zu mir sowas wie, ja, wegen terroristischer Gefahr oder terroristischen Aktivitäten, weil ich in meinen Videos gezeigt habe, einmal diese Uniform, die angeblich Volksverhetzung hervorrufen würde oder betreibt, und des Weiteren auch dessen, weil ich eine Waffe besitze, oder genau gesagt, zwei Waffen besitze. Die eine Waffe, das war dieses Klappmesser gewesen, in meinem Video da über die Bombarrington, vielleicht kennt das einer von euch, da war dieses Klappmesser angeblich eine böse Waffe. Und die zweite Waffe war meine Pistole oder meine Pistolen gewesen, die ich in meinen Videos gezeigt habe. Das sind übrigens Spielzeugpistolen, das sind keine echten Waffen. Dann sind wir runter im Keller gegangen, ich habe ihm meine Spielzeugpistole da gezeigt. Und mein anderer natürlich auch. Und die haben sie alle mitgenommen. Und jetzt kommt der große Witz. Dann sehen sie da meine Machete. Die gucken sich meine Machete an, sagen so, okay, das nehmen wir auch mit, obwohl es nicht auf unserer Liste draufsteht. Ich sage, Moment mal, sie nehmen es auch mit, obwohl es nicht auf ihrer Liste draufsteht, obwohl es in meinem Video drin war. Also Moment, das Messer ist eine Waffe. Aber eine 55 cm lange Machete, die geht in Ordnung. Da sagt er ganz locker so zu mir, das steht ja nicht auf unserer Liste. Dabei ist es doch auch im selben Video gewesen, wo meine Pistole zu sehen war, also die Spitzerpistole meine ich. Na gut, okay, ich meine, ergibt keinen Sinn. Da habe ich natürlich gefragt, ihr habt nach dem Durchsuchungsbefehl, zeigen sie mir nicht. Warum wohl? Wird wahrscheinlich, selbst wenn sie einen gehabt hätten, wahrscheinlich nicht unterschrieben sein. Dann fassen die da einfach meine Bücher an da und ich sag die ganze Zeit mindestens 20, 30 Mal, locker, das sind Bücher. Mit den DVDs okay, aber dann nicht mit meinen Büchern. Aber gut, okay. Alles durcheinander gewirbelt, alles durcheinander geschmissen. Mein Bruder total zitterig auf der Couch, ich war ziemlich locker gewesen. Und dann haben sie mir gesagt, ich soll meine Harrington-Jacke mitnehmen, die liegt jetzt bei dir im Flur. Und ich soll dann bei der Polizei alles nochmal in Montur dann anziehen, also Mütze, Binde, die Jacke und so weiter und so fort. Und als ich dann da posiert habe, so, ich habe da so ein paar Fotos von mir schießen lassen, meinten dann so zu mir, ob ich mich nicht schämen würde, weil mir schon klar, was ich da anhabe. Ich so, na klar, das Symbol Gottes, das älteste Symbol auf diesem Planeten. Aber im Grunde sind das für mich nur irgendwelche Dinge, Gegenstände, Accessoires, die allgemein getragen werden können. Das ist genauso, als wenn du dir jetzt Schuhe anziehen würdest, oder der Zuschauer meines Videos jetzt Schuhe anziehen würde. Na ja, auf jeden Fall. Da haben sie dann alles mir entnommen, also meine ganzen Daten, Fingerabdruck und weiter. Und dann haben sie mich gefragt gehabt, ob ich ein paar Fremdsprachen kann. Ich so, klar, Watashi wa Nihongo Marabushi Mashita and I speak English a little bit. Not perfect, okay, but, naja. Auf jeden Fall kicken die mich dann alle an, gucken sich gegenseitig an und sagen, sie sprechen, was war das denn für eine Sprache gewesen? Japanisch. Gucken sich wieder alle an, was sind sie denn für ein Nazi? Das ist, weiß ich nicht, das ist unglaublich. Naja, auf jeden Fall, um es kurz zu fassen, sie haben mir hier eine Kopie gegeben von meiner Beschwerde, weil ich habe natürlich Beschwerde eingereicht, weil ich lasse mich da nicht einfach als Assi oder als Wichser bezeichnen. Und ja, nebenbei erwähnt, ist komisch, ich habe mir mal durchgelesen, hier steht nichts von der Verletzung. Haben sie mir natürlich mit Absicht weggelassen. Aber die Verletzung, ich habe sie ja in die Kamera gezeigt gehabt, du hast sie gesehen, ne? Okay. Also nee, das lasse ich mir nicht bieten, das ist eine Frechheit. Man kann ja gerne wegen Terrorverdachtsgefahr, kann man ja, okay, da seid ihr zu mir noch einverstanden, da könnte ich das ja verstehen, dass sie das gemacht haben. Aber mich beleidigen lassen als Assi und als Wichser, vor allen Dingen, wenn man meine wunderbare Wohnung sieht, wie ja der Polizist selber gesagt hat, aber eine wirklich sehr schöne Wohnung, ja, dann kann ich ja wohl kein Assi und kein Wichser gewesen sein. Aber okay. Na gut, jetzt haben sie mir auf jeden Fall alles weggenommen. Und ich mache jetzt hier dieses Video aufgrund dessen, damit es, wie gesagt, dokumentiert wird. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig, weil, naja, auf jeden Fall kommen wir zum Punkt, warum ich dieses Video mache, weil ich möchte mich bei Ingo Köz, möchte ich mich mal bedanken, aufgrund dessen, weil sein Name ist da nämlich gefallen, versehentlich, der Anfängertrottel da, da war einer von der Polizei gewesen, der hat sich wirklich dusselig angestellt. Und ja, ich meine, warum sollte er mir ausgerechnet dem seinen Namen nennen? Er hätte mir jeden anderen Namen können. Ich meine, ich habe mich ja mit verschiedensten Personen getroffen, aber nein, ausgerechnet diese Person.
Jetzt will ich natürlich nicht sagen, er war es gewesen. Ich habe natürlich den Beweis dafür nicht. Aber ich sag mal so, die haben Sachen erzählt gehabt und Namen genannt gehabt, die habe ich niemals in der Konfi genannt. Die habe ich nur intern hier unter Besuchern allgemein, also so wenn ich die Kamera nicht am Laufen gewesen war und auch nicht im Skype. Woher wollen Sie bitte diese Informationen gewusst haben? Es muss also irgendjemand geplaudert haben. Anders geht's ja nicht. So, man kann ja dreimal raten, da ja die Leute wissen, dass ja der Ingo Köhl ziemlich sauer auf mich ist. Und nehmen wir ja das beruht auch gegenseitig fertig, ich bin auch sauer auf ihn, aber jetzt nicht deswegen, das kommt jetzt nur noch hinzu. Ja, wer wird wohl derjenige gewesen sein, der das, wie gesagt, weiter erzählt hat? Wobei, das ist nur eine Vermutung. Ich will jetzt hier auf keinen Fall behaupten, ich weiß nicht, dass das war. Aber wenn ja der Ingo Köhl da Sachen erzählt über mich, so allgemein über private Dinge, die eigentlich nicht nach außen gehören, nur aufgrund dessen, weil er muffig ist, weil er zu blöd ist, mal, ich sag mal, selber einen klaren Faden zu bekommen und andauernd, was weiß ich, da irgendwelche, ich nenne sie mal Kameraden oder Freunde, vor laufender Kamera anwichst und heute mal hü, morgen mal hot labert und allgemein alles, was er erzählt, keinen Sinn ergibt und sowieso Lügenmärchen über mich verbreitet, wie, zum Beispiel über mein Buch. Als Beispiel. Ich habe niemals außerhalb meiner Konfi über mein Buch geredet. Und zumindest nicht die Informationen, die mir da gegeben haben. Der eine Polizist sagte dann so, gut, weil der eine Typ sehr gesprächig gewesen war. Naja, wie gesagt, war ein Anfänger, der war noch sehr jung gewesen, aber ist egal. Ja, sehr ungehobelt die meisten waren da gewesen. Ich komme da rein und habe dann da eben so immer so, hallo, mit der linken Hand wohlgemerkt. Und der Typ gleich aggressiv, mach mir bloß nicht den Hitlerfuß, Arschloch. Ich so, wow, ich habe dann nur hallo gesagt. Das ist der unglaublichste gewesen. Die kennen die ganzen Bücher nicht, die ich ihnen da genannt habe. Der eine sagte sogar so freundlich, wie er war, ich lese keine Bücher. Fernandes, nee, traurig. Naja, auf jeden Fall, hier habe ich jetzt die Kopie, also den sogenannten Beweis. Der Polizeipräsident in Berlin. Bescheinigung vom 27.02.2013, genau haben wir heute. Telefonnummer, bla bla bla, zentrale Auskunftsstelle, Polizei Berlin, bla bla bla, Opferschutz, habe ich hier irgendeine Unterschrift? Nein, natürlich nicht. Nee, hätte mich ja so gewundert. Und hier steht auch nirgendwo, habe ich schon durchgelesen, irgendwas drauf mit meiner Narbe. Also mit der Verletzung meine ich, ja. Tja, okay, ich glaube, das war's erstmal. Wenn nicht, dann mache ich noch so ein Video. You're listening to the International Community Radio Network. Ja, ist der Detlef wieder live. Tja, Leutchen, das war ein bisschen leise, weil eben die Aufnahmequalität vom Video, von wo ich das runtergenommen habe, habe ich nicht nochmal optimiert vorher. Also ich habe es einfach so live jetzt kurz vorher noch runtergeholt. Aber jeder, der kann da ja auch selber an seinem Lautstärke-Regler etwas basteln. Wichtig ist nur, es geht hier einfach darum, nicht den Grund, weswegen die sehr eifrigen Kollegen dort bei dem zu Besuch waren, zu diskutieren. Okay, das kann man auch. Und vielleicht hat er da auch Fehler gemacht oder Dummheiten gemacht, hat sich da aus dem Fenster gelehnt, wo er das gar nicht hätte machen müssen. Und vielleicht wollte er es auch ein bisschen provozieren. Aber es geht um die Art und Weise, wie dort eine angeblich hoch ausgebildete Polizeitruppe hineinmarschiert mit 15 Mann. Ja, auch wieder 15 Mann. Also 15 Mann auf der toten Mannesgieße, ne? Das kennen wir ja schon aus dem Piratenfilm. Aber der Punkt ist einfach, das war bei mir auch ungefähr 15. Das waren bei anderen 15. Also es ist irgendwie eine magische Zahl. Alleine trauen die sich wahrscheinlich gar nicht auf die Straße. Na, jedenfalls die Art und Weise, wie die da umgegangen sind mit dem Resurrector, so heißt der 21, der Kanal Resurrector 21 oder The True Association. Er hat auch verschiedene Namen, mit denen er auftritt auf YouTube. Ich fand ihn immer ganz witzig, vor allem mit seinen Antifa-Geschichtchen und so. Das war mal lustig zuzuhören. Jedenfalls ist es doch ersichtlich in der Art und Weise, wie der seine Videos macht, dass er das auch in einer Art Persiflage bringt. Also fast schon wie ein besonderes Kabarett. Dennoch aber natürlich den Finger auf die Wunde legt, natürlich auf seine Art und Weise. Aber das will ich jetzt nicht diskutieren. Es geht um die Art und Weise, wie diese sehr eifrigen Kollegen da reinmarschiert sind und dann natürlich auch sich aufgeführt haben auf tiefstem Niveau. Der eine sagte ja zum Beispiel auch, als sie fragen, die hatten ja seine Bücher da irgendwie aus dem Regal rausgerissen oder was, sagte, haben Sie schon mal ein Buch in der Hand gehabt? Und dann, ob er ja schon mal eins gelesen hätte, ne? Hat der eine bewaffnete Uniformierte gesagt, nee, ich lese keine Bücher. Ja, aber da muss man sich doch fragen, wenn das also ausgebildete Elitetruppen sein sollen,
die müssen doch irgendwie mal was gelernt haben. Also der muss doch schon mal wenigstens ein Buch in der Hand gehabt haben, oder wenigstens wissen, wie so ein Ding aussieht. Ja, wie hat er denn sonst eine Prüfung geschafft? Wie hat er sich überhaupt schon mal mit Gesetzen auseinandergesetzt? Kennt er das Grundgesetz? Ja? Oder andere Gesetze? Menschenrecht wahrscheinlich noch nie was von gehört. Oder so, gell? Und da bin ich mal davon, dass das natürlich komplett überrissen war, vollständig, wie soll ich sagen, sittenwidrig, dieses Verhalten, sich auch nicht auszuweisen, dann natürlich auch keine Durchsuchungs- oder Haftbefehl oder sonst irgendwas vorweisen zu können, aber einfach da so wie so ein Bulli da reinmarschieren und damit seiner Knarre, wo er meint, dass er dann besonders doll wirkt, da solche Sprüche dann auch noch von sich zu lassen, das ist also unglaublich, ne? Oder? Ja, ja. Ich denke mal auch, und die lernen keine Gesetze, Detlef. Die lernen da keine Gesetze, weil dann würden die wahrscheinlich in einen moralischen Konflikt kommen. Die handeln nach Anweisungen. Also ich selber war ja selber mal bei der Bereitschaftspolizei, damals noch in der DDR, und man lernt dort keine Gesetze. Die handeln nach Ansprache mit ihrem, die haben einen Knopf im Ohr meistens, und die kriegen dann halt eben Befehle, entweder aus irgendwo in der Nähe stehendem Wagen, so ein Einsatzwagen, wo dann halt, ja, da kommen die Befehle her. Aber die dort, diese 15 Leute oder dieses SWAT-Team oder so, die kennen keine Gesetze, weil die handeln einfach nur. Die kriegen Anweisungen und das ist ihr Job und mehr machen die auch nicht. Das sind einfach, im Prinzip sind die wie Roboter. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Sonst könnten die diesen Job gar nicht machen. Ja, aber wem kann denn das eigentlich dann nur nutzen, Roboter ins Gefecht zu bringen, ob sie nur menschlich oder sonst wie sind? Wer meinst du? Wir haben das schon mal kurz besprochen. Also wer? Du sagtest, man hätte die Sendung noch etwas anders nennen können. Die Sendung hätte man nennen können, wie ich vorhin schon sagte, wer hat die Tyrannos freigelassen? Na? Wer? Und aber das können wir uns auch vielleicht noch für später aufheben, aber wer diese Roboter da reinschickt, das sind Planungen des militärisch-industriellen Komplexes, die ja ein globales Spiel spielen und natürlich bis runter in den tiefsten Kaninchenbau, sag ich mal, oder bis in den kleinsten Ameisenhügel hinein, in die kleinste Struktur, handeln die natürlich. Ja, die handeln im Globalen, im Großen, aber auch im Kleinen. Und das sind Dinge, die vom industriellen, militärischen oder von den DIMMs, sagen wir mal einfach so, runter befohlen werden an die Regierungen, und diese haben das dann umzusetzen in ihren Ministerien, und diese geben es dann wieder an die Ausführenden weiter, an die Roboter, sag ich mal, ja. Und das ist natürlich eine komplette Hierarchie. Das geht wirklich von oben nach unten. Und deswegen die da unten, die Ausführenden, die Roboter, sag ich mal, oder die Polizisten oder diese Einsatzkommandos oder so, die da bewaffnet die Leute überfallen, die kennen keine Gesetze. Das sind wirklich nur noch die Greifarme der Höhergestellten, die dann die Anweisungen geben. Und die sind ja auch wieder irgendwelchen Vorgesetzten unterstellt. Also es ist eine ganze Hierarchie, von wo der Befehl letztendlich kommt, kann man spekulieren. Wer schuld an der ganzen Misere ist, das können wir vielleicht noch ein paar Minuten später klären. Ja, es gibt immer Schuldige, ne? Ist ja logisch. Und die Täter sind nie schuldig. Ich sag mal, es gibt eine Ursache, ne? Ja. Und die muss bekämpft werden. Genau. Wir sind ja mitten im Kampf, aber in einem friedlichen, in einem Informationskampf. Und das ist ganz wichtig, das betone ich auch immer, weil wir lassen uns nicht auf diese niederste Ebene runterziehen von diesen Leutchen, ne? Und uns dann eventuell noch in solche Rangeleien einlassen. Brauchen wir doch gar nicht. Ne? Wichtig ist, dass wir die besseren Karten in puncto Information haben. Man muss sagen, die Matrix-Medien machen da ein ganz, ganz schlechtes Ergebnis, weil die verlieren ja auch. Ne? Hat sie gehört, ne? Die Frankfurter Rundschau ist im Prinzip eingestampft. Das hat die Frankfurter Allgemeine übernommen. Frankfurter Zeitung. genau. War wahrscheinlich sowieso schon geplant. Die bei der Frankfurter Rundschau, die waren immer so ein bisschen zu progressiv.
Da folgen noch mehr, da folgen noch mehr. Es werden auch Regierungen kaputt gehen, die werden richtig, wirklich kaputt gehen. Aber das ist alles geplant. Das gehört alles mit zum globalen Spiel, weil in der globalen Weltordnung gibt es ja nur eine globale Weltregierung. Und da braucht man diese ganzen vielen kleinen Regierungen, braucht man alle nicht mehr. Ne? Und es ist, wird mich nicht wundern, wenn die BRD-Regierung, was ja eh nur eine Firmenführung ist, aus dieser Handelsgesellschaft BRID, der ja dann die Finanzagentur BRD GmbH angeschlossen ist. Ne? Das sind ja zwei Teile der BRD, dieser Firma. Ne? Das ist einmal die Handelsagentur BRD und dann gibt es einmal die BRD Finanzagentur GmbH. Ne? Das sind zwei Teile. Und aber beides, wie gesagt, Privatfirmen und die wird man, oder dieser wird man sich entledigen. Ne? Und es ist die Frage, wer beseitigt diese? Wer ist schneller? Sind's, ich sag mal, die DIMMs oder sind's die Menschen? Wenn's die Menschen sind, ist es gut. Wenn's die DIMMs sind, ist es zu spät. Ja, das ist einfach so. Ja. Aber da gehen wir später noch drauf ein. Ja, natürlich, eine Firma wird immer von irgendjemandem besessen. Sie gehört jemandem. Sie ist im Eigentum von irgendwem. Und ja, da ist der Verdacht sehr groß, weil ja auch da die Bankster ein- und ausgehen, dass es letztendlich wieder den DIMS gehört. Ne? Denn ja, und die BRD hat ja ihren Firmensitz in Washington, das wissen wir ja. Genau, lässt sich alles bei Dun & Bradstreet nachforschen. Übrigens auch, Landratsamt Lörrach ist auch eine Firma. Ja, und noch nicht mal alle Polizeidirektionen tauchen da auf. Also wahrscheinlich sind sie noch nicht fertig mit allem Umfirmieren. Also kommen gar nicht nach, damit alles zu eins tragen. Ne? Okay. Also hochinteressant übrigens. Ne? Ja, Leutchen, also ihr könnt mir hier auch noch während der ganzen Sendung Infos, Kommentare reinschicken. Und da habe ich natürlich auch schon das eine oder andere. Oder vielleicht kann man da auch mal schon mal was hier vorlesen. Warte mal. Ich muss mal das mal hier gerade wieder aufrufen. Hi Detlef. Ich bin 42, habe seit 4 Jahren Parkinson und bin den DIMS durch meine Pillen, die ja einen ja gerade so über Wasser halten, irgendwie ausgeliefert wird. Aber was soll man da machen? Oh, ja, schwere Frage, gell? Kann ich dir keine direkte Antwort geben darauf? Wahrscheinlich einfach forschen. Normalerweise hat der Körper immer eine Selbstheilungsmöglichkeit. Aber ich bin da auch kein Spezialist. Also vielleicht ja, weiß jemand was hier, wer zuhört, kann da gerne etwas dazu reinschreiben. Hier hat aber jemand eine Frage zum Recht. Grüße, Detlef, sag mal an, inwieweit tangieren uns bestehende Gesetze, wenn diese nicht befolgt werden? Das sind ja Massen von Menschen im Internet unterwegs, welche sich auf dieses oder jenes Gesetz berufen. Wenn aber selbst das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz beliebig auslegt, wer soll dann noch das Recht durchsetzen? Recht ist, was der Stärkste als Recht vorgibt, nicht was auf Papier geschrieben steht. Wie siehst du das, beziehungsweise wie wird dieser Widerspruch aufgelöst? Wie kommt man dann mit dieser Rechtsbeschäftigung weiter? Boah, also ordentliche Fragen hier. Also ich denke mal, also aus meiner Sicht, ja, du hast vollkommen recht, der Stärkere kann sich in der Regel durchsetzen. Nur ist die Frage, wer der Stärkere ist. Ist der Stärkere derjenige, der das Gewehr im Anschlag hat oder die Pistole in der Hand hat oder den Panzer? Oder ist es die Masse der Menschen, die die Macht hat, darüber zu entscheiden, ob man so behandelt werden will oder nicht? Und ich denke mal, dass die bestehende, wenn man jetzt auf die BRD jetzt mal nur schaut, als Beispiel, es gibt natürlich andere Länder, wo es ähnlich ist, wenn man also jetzt nur auf die BRD schaut, dann ist es natürlich so, dass die Regierung, in Anführungszeichen, der Ansicht ist, dass sie der Stärkere ist, oder mit all den Hilfstruppen, ne, vergisst aber möglicherweise, dass sogar in den Uniformen, in der bewaffneten Uniformierten und anderen, auch wiederum Menschen sitzen, die wiederum Familien haben, die wiederum Freunde haben, die Bekannte haben und so weiter, die alle durch diese Sache mit reingezogen werden in einen Strudel von Rechtlosigkeit,
Ja, wenn, auf was kannst du dich doch verlassen? Gehört dir das Auto jetzt oder nicht? Oder ist das jetzt dein Haus oder nicht? Oder kannst du jetzt irgendwelche Ansprüche durchsetzen oder nicht? Wenn das doch alles Schmu ist, dann geht das auf die Rechnung aller. Und meiner Ansicht ist, der Stärkere sind eigentlich wir, sind die 99%, wie es der Stephen Phillips eingangs gesungen hat, wie wir es bei Occupy, der Bewegung, der man auch das ein oder andere nachsagt, dass sie vielleicht schon mal wieder versucht wurde, unterwandert zu werden. Wir wissen ja immer, die hinter den Kulissen versuchen immer alle Seiten zu kontrollieren. Das sagst du doch auch, Milane, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss mal sagen dazu, militärisch stärker sind natürlich die Regierung oder die DIMS, sag ich mal. Ja, wenn die da mit 15 Leuten da hier bei dem Kollegen einrücken, dann ist er natürlich diesem Ganzen erlegen. Hat allerdings, und da muss man irgendwie sehen, wie man was tun kann, auch in Zukunft, oder wie die Menschen was tun können. Bei so einem Fall, wie jetzt hier beim True Association das passiert ist, er würde ja bedroht. Ja, und man wird ja schon bedroht, oder man ist ja doch, man wird bedroht, wenn jemand bewaffnet dir gegenübersteht. Egal, ob er die Waffe gezogen hat oder nicht. Dann besteht ja Recht zum Widerstand und auch die Pflicht zum Widerstand. Ja, und das steht ja auch im Grundgesetz Artikel 20. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und das gilt auch bei Bedrohung von Leib und Leben. Das ist ein Menschenrecht, das ist ein Instinkt. Ja, selbst jedes Tier wehrt sich, wenn es angegriffen wird. Und das ist implantiertes Menschenrecht, sich bei Bedrohung zu wehren. Wenn natürlich 15 Leute da reinkommen, dann ist das ziemlich schlecht. Da muss man rauskriegen oder sollte man rauskriegen, woher diese 15 Leute sind, wer die oder von welcher Abteilung die kommen, von welcher SEK-Abteilung oder wer auch immer. Und dann muss man diesen ganzen Laden oder muss man bei diesem ganzen Laden gegen alle halt eben Strafanzeige stellen. Die Menschen müssen anfangen, Gegenwehr zu setzen. Sie müssen Strafanzeige stellen. Klar, kann man jetzt sagen, ja, du hast ja vorhin gesagt, alle Gesetze sind nicht mehr gültig. Das spielt jetzt erstmal keine Rolle. Die tun doch auch so, als wenn die noch gültig sind. Dann müssen wir mit diesen Scheingesetzen oder Scheinrechten und was man uns alles erzählt, mit denen müssen wir dann spielen. Die legen uns durchsichtige Plastikklötzer hin und wir müssen mit denen dann genauso spielen. Ja, das ist einfach nicht anders möglich. Woran die glauben, mit dem auf dieser Ebene müssen wir mitspielen. Und da kann es nur sein, dass die Menschen anfangen, sich zu wehren, dass sie Rechnung schreiben, dass sie Strafanzeigen stellen. Anders wird das nichts. Und deswegen, da wer nur der Stärkere ist, da möchte ich noch zu sagen, die Menschen müssen sich in ihrem Bewusstsein bewusst werden. Wir sind viele, die sind wenig. Ja, und da kann man auch aufgrund dieser ganzen militärischen Aufrüstung, die haben, wobei die ja nur auch schon pleite sind, da geht auch nicht mehr viel, daran kann man sehen, wer hat vor wem Angst. Ja, wer hat vor wem Angst? Ne? Und man redet uns Angst ein oder man macht uns Angst, aber Angst haben nicht wir, Angst haben die DIMS. Ja, das ist wichtig. Und das muss ins Bewusstsein aller Menschen muss das reinkommen. Die haben Angst, nicht wir. Ja, und in dem Sinne werden wir auch gleich in der zweiten Stunde weiter diskutieren. Hier schreibt schon die Ole rein, ey, mach mal Kaffeepause, mein Kaffee ist schon alle hier. Ole ist eine Kaffeetrinkerin. Okay, machen wir auch. Wir machen jetzt eine ganz kurze geistige Durchpustpause, nämlich mit dem coolen Song von Craig Rocks Deutschland. Passt ja dazu, oder? Also wir sehen uns gleich wieder. Das ist der Detlef von Wake News Radio. Heute riesig spannende Sendung mit dem Gast Milane Farsi. Also bleibt dran, ich bin gleich wieder da für euch. Ja! This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. IC Radio Network and UWS
strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Jo, ist der Detlef wieder hier aus der kleinen, ja, Deutschlandpause, ne? Von Greg Rocks. Ja, passt immer irgendwie wieder zu solchen Themen, oder? Ich weiß, wie ihr seht, klasse Musik, super. Und wer hier als Musiker vielleicht mal zuhört, oder DJ oder sonst wie, kann hier gerne auch mal seine Musik hier reinschicken unter radio@wakeness.net. Freue ich mich, schau es mir an. Oder sagen wir mal lieber, ich höre mir das an. Ja. Und dann spielen wir es vielleicht auch in einen unserer vielen Sendungen und Videos und so weiter. Ne. Jo, und wir sind jetzt in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 28. Februar 2013. Ja, und das ist ein hochspannendes Thema, was wir heute hier miteinander diskutieren. Nämlich stellen wir uns natürlich die Frage, sind jetzt die Tyrannos los? Ja, und ich habe einen klasse Gast hier bei mir, nämlich Mylène Farji von Mylène-FM.net, ein Internetradio, das hier auch die Sendung von Wake News mit live immer streamt. Ja, und Mylène, bist du schon wieder drin? Ja. Ich bin schon wieder da, ja. Und ich begrüße auch nochmal die Hörer alle hier bei Wake News zur zweiten Stunde und natürlich auf Mylène FM und freue mich, dass ich heute bei dir sein kann, zum wiederholten Male. Also ich bin ja nicht das erste Mal hier. Du warst ja in meinen Sendungen auch schon. Sollten wir auch mal wieder machen. Und ja, wir haben, wie gesagt, spannende Themen. Die Tyrannos sind los. Am Ende stellt sich die Frage, wer hat die auch rausgelassen? Wer hat die losgelassen? Und ich bekomme gerade so die Meldung rein, hier im Chat, dass also erstmal in Deutschland, in den Kommunen werden immer mehr Polizisten entlassen. Also das ist ja momentan auch eine merkwürdige Geschichte. Und in den USA genauso. Aber dort werden die Polizisten immer mehr durch Militär und durch Drohnen ersetzt. Und wir wissen ja, dass der Obama diesem Gesetz zugestimmt hat, mit den Drohnen auf das eigene Volk schießen zu lassen. Bei Terrorverdacht. Und das ist ein Ding, was absolut nicht geht. Ich bin gespannt, wie die Menschen in USA sich dagegen wehren werden. So sie dann wissen, dass dieses Gesetz in Kraft ist und auch durchgeführt wird. Es ist sehr spannend und ja, eigentlich ist es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis das hier auch passiert, denn die Handelsfirma BRD hat ja auch Drohnen angefordert, bestellt und mit Bewaffnung. Und ja, es liegt an den Menschen, wie weit dieses dann umgesetzt wird. Ja aber so. Mylène, das Problem ist ja immer das. Und das ist eigentlich auch den meisten, die hier den neuen Medien zuhören, bewusst. Das ist nämlich, dass es Matrix-Medien gibt, die Leute bewusst an der Nase herumführen, beziehungsweise mittels medialer Gehirnwäsche in einem Dauerstiefschlaf halten. Und das war ja letztendlich auch als Beispiel, ne, weil wir ja von Deutschland reden, im Dritten Reich so. Ne, da wurde ja sogar noch, als eigentlich schon allen führenden Kräften dort klar war, dass der Krieg verloren war, da wurde ja nochmal aufgerufen zum totalen Krieg. Und dann, ob das jetzt natürlich von allen so getragen wurde, die zuhörten oder nicht. Auf jeden Fall kam es rüber, wo er dann, der Goebbels dann frug, wollt ihr den totalen Krieg? Und alle schrien sie, ja! Was übersetzt heißt das ja im Prinzip, wollt ihr vernichtet werden? Ja? Genau. Und da schreien die Leute noch, ja! Ja, und das ist das eben, das ist das Schlimme. Ich glaube, ich komme mal so langsam jetzt in diese Richtung. Wer hat den Tyrannos rausgelassen? Da bin ich knallhart in solchen Sachen, weil ich habe früher auch immer gejammert und geschimpft und die da oben und die Arschlöcher und die, wie können die sowas machen und haben die keine Skrupel und so und die sind böse und die, nein. Bis mir dann in mein Bewusstsein kam, es sind nicht die Dims. Die Dims nutzen nur ihre Möglichkeiten aus. Und das sind wenige und die nutzen ihre Möglichkeiten sehr gut aus. Aber die 99%, die nutzen ihre Möglichkeiten nicht. Ja, und das ist natürlich, man könnte jetzt sagen, ja, ihr seid schuld. Gut, man muss dazu sagen, diese Dims
Ja, oder dieses Establishment oder militärische industrieller Komplex, die sind schon sehr, sehr gewieft. Ja, gerade was Massenhypnose angeht, was Konditionierung angeht, wie die Medien gesteuert werden durch Psychologie und Propaganda. Psychologie und Propaganda sind die zwei wichtigsten Merkmale im Fernsehen, sage ich mal, weil fast jeder Mensch hat ja so eine Kiste bei sich zu stehen. Ich sage immer dazu so eine Bildungssynagoge glaubt ja, was dort passiert. Oder Gott sei Dank werden es immer weniger oder immer mehr, die das nicht mehr glauben. Aber es ist leider immer noch der Großteil der Menschen. Heute kam irgendwie wieder so eine Studie raus, dass über 70% der Menschen den Fernseher als ihr Bildungsgerät, also Bildungsinformationsquelle ansehen. Und das hat mich fast schockiert. Und das hat mich dann auch zu dem Punkt gebracht, dass der Menschheit genau das gebührt, was ihr zusteht. Es ist, ich weiß, ich bin da brutal, ich bin hart. Aber, liebe Leute, jeder einzelne Mensch, jeder einzelne, der vom Computer sitzt, hat die gleichen Möglichkeiten wie der Detlef, wie ich, wie andere, sich zu informieren. Da wird keinem was weggefiltert oder was hinzugegeben. Wir haben nicht mehr Informationen, die ihr auch haben könnt. Das muss ich so sagen. Und dann ist es an jedem einzelnen Menschen, sich zu informieren und vor allen Dingen, das ist noch viel wichtiger, zu handeln. Ich rede jetzt nicht hier nur von Deutschland, sondern das ist global. Das ist global. Das gleiche Problem. Zu handeln. Denn die DIMMs wissen und handeln. Die sitzen nicht vorm Computer und gucken, was ist in der Welt so los ist oder so. Nein, die handeln. Und die handeln bis 30 und 40 Jahre im Voraus. Planen die und handeln. Das ist deren Vorteil. Die sitzen nicht auf dem Arsch, in Anführungsstrichen. Ja, wir müssen alle handeln. Jeder für sich. Und das geht schon einfach los, indem man dieses, ich sag mal, BRD-System, wo ja die Gesetze alle platt gemacht sind, ignoriert. Ignoranz des Systems ist das Mittel und gewaltloseste und friedlichste Mittel, um es trotzdem zum Einsturz zu bringen. Zur Wahl zu gehen heißt, seine Stimme in die Urne zu schmeißen und dann ist sie für 4 Jahre beerdigt und du kannst die Klappe halten. Ja, wir dürfen nicht zur Wahl gehen. Wahlen sind nur dazu da, also auch die jetzt in diesem Jahr stattfindenden Bundestagswahlen. Wahlen sind nur dazu da, um die Menschen zu suggerieren, wir interessieren uns für euch. Das tun die nicht. Das tun die nicht. Ob du hingehst zur Wahl, den Wahlzettel ungültig machst, ist scheißegal, das interessiert die überhaupt nicht. Die sehen, du hast deinen Personalausweis vorgezeigt oder Reisepass oder was auch immer. Und schon bist du gezählt, wobei ich sowieso nicht glaube, dass die Wahlergebnisse in jeder Hinsicht stimmen. Da ist alles, selbst die Beteiligung ist gelogen. Aber immerhin, man wendet seine oder man richtet seine Energie auf diese Wahl, selbst wenn man hingeht und sagt, oh, ich gehe jetzt hin, aber ich mache den Wahlzettel ungültig. Das ist gerichtete Energie auf dieses System und das darf nicht mehr passieren. Wahlen sind nur dazu da, um dem Volk zu suggerieren, ey, wir haben Interesse an eurer Meinung. Das haben die gar nicht. Das wird alles auf Bilderberger-Treffen festgelegt, wer der Nächste ist. Und wenn dieser hier Steinbrück oder wie der heißt, der nächste Kanzler werden sollte, dann wird das keine Verbesserung bringen. Dieser Steinbrück, der kommt aus einer Bankster-Familie, aus einer Bankiersfamilie. Da geht der ganze Keks weiter. Und eins kann ich euch sagen. Bis zur Wahl im September werden die noch versuchen, dieses System so zu halten, wie es momentan ist. Aber nach den Wahlen ist Ende im Gelände. Das ist so amtlich wie nur sonst irgendwas. Ja, und wenn USA auf seine eigenen Leute schießen kann, und die haben jetzt ein Haushaltsdefizit von 1,2 Billionen Dollar, dann wissen wir, wohin das führt. Und deswegen, ich kann nur immer appellieren an euch alle, an die Hörer, an die ganzen Menschen überall.
fangt an, selbst zu handeln. Es liegt alles in unseren Händen. Solange wir die Systeme akzeptieren, solange werden die auch bestehen. Das ist das einfachste Beispiel, ist das mit dem Euro, ja. Wir haben früher die D-Mark gehabt, da stand drauf Banknote der Bundesrepublik Deutschland, bla, bla, bla. Wer diese Banknote nachmacht, verfälscht, bla, 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 wird mit Freiheitsentzug und so weiter bestraft. Dann wurde das auch, war auch eine Unterschrift drauf. So, das war die D-Mark. Die hatte noch Wert, die hatte noch eine Gültigkeit. Heute haben wir einen Euro und da steht gar nichts drauf. Da ist nichts drauf. Da steht nicht mehr drauf, dass da eine Banknote ist. Außer da ist ein Copyright-Zeichen drauf und da steht EZB und hast du nicht gesehen, so ganz klein geschrieben, aber das war's auch schon. Das ist ein Zettel, den man nicht kopieren darf. Mehr nicht. Gut, man kriegt für ein wertloses Papier den Einkaufswagen voll Zeug. Das ist richtig. Aber dieser Euro besteht auch nur durch den Glauben. Durch den Glauben an diesen bunten Zettel. Der hat gar keinen Bestand. Und das ist, der Euro oder Geld ist wie eine Religion. Nur durch diese Religion bleibt dieser Euro bestehen. Das muss weg. Ich meine, der wird auch sterben. Der wird auch sowieso kaputt gehen. Das ist, da gibt es gar nichts. Das ist klar, wie das. Und dann gibt's, wir werden also noch eine Währungsunion erleben. Und zwar wird es dann wohl diese globale Währungsunion geben. Wenn die Menschheit nicht die Kurve kriegt. Wenn sie nicht die Kurve kriegt. Es muss also jedem in seinem Kopf bewusst werden, halt stopp, wer ist der Verursacher dieser Zustände auf diesem Planeten? Das sind die Menschen. Das sind die 99%, die diesen 1%, dieses 1% akzeptieren. Indem sie sich versklaven lassen und so weiter. Das ist die Akzeptanz. Wer sich nicht versklaven lässt, der kann nicht versklavt werden. Und deswegen ist das immer wieder mein Spruch. Hört der Kriechende auf zu kriechen, hört der Herrschende auf zu herrschen. Oder was sagst du, Detlef? Ja, das ist genau richtig. Meine, die uns hier mal zuhören, wissen das ja. Aber wir müssen eben die große Masse erreichen, die außerhalb unserer internen, ja, Informationspolitik hier noch nicht so recht mitgekriegt haben, worum es eigentlich geht. Und hier sendet uns der aufgewachte und interessante Zitat rein. Hi Detlef, wer ein Zitat von Erich Kästner, Bertolt Brecht oder und John F. Kennedy zitierte und nachmacht oder zitierte und nachgemachte Zitate in Umlauf bringen, kann auch gleich Artikel 20 Absatz 1 bis 4 Grundgesetz zitieren. Zur Erinnerung, Erich Kästner, an allem Unfug, der passiert, sind nicht nur etwa die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern. Und Bertolt Brecht sagt, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Und John F. Kennedy sagte, diejenigen, die friedliche Revolution unmöglich machen, machen gewaltsame Revolution unausweichlich. Und hier nochmal das Grundgesetz, ja, Artikel 20, 1, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. 3, die Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 4, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Das hattest du vorhin auch schon genannt, Milen, oder? Ja, genau. Und hier, hier war, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da muss man sich natürlich fragen, welchem Staat? Ne, wir sind ja, oder man möchte uns ja, nein, wir sind gar kein Volk der BRD, denn wir sind ja nur juristische Personen der BRD. Also Dinge, die gar keine Rechte haben. Ne? Und da wir alle Dinge sind, laut Personalausweis ist ja alles großgeschrieben, Vor- und Nachname komplett großgeschrieben. Das ist ja laut BGB dann eine juristische Person, eine Sache, ein Ding. Und Dinge und Sachen können nicht wählen gehen, die haben keine Rechte und die können eigentlich auch keine Steuern zahlen. Man muss sich das alles mal bewusst machen im Kopf. Ja, was ist wie juristische Person ist eine Sache, ein Ding. Wieso zahle ich Steuern? Nein, brauche ich nicht. Mein Auto zahlt da auch nicht seine eigenen Kfz-Steuern, oder? Also, oder meine Sachen, die ich im Supermarkt kaufe, da sagt er auch nicht die Miracoli-Packung, ich muss ja nicht durch Steuern zahlen. Ne? Mach ich ja alles. Wieso mache ich als Sache, als Ding, laut Personalausweis, wieso zahle ich Steuern? Irgendwas ist doch da falsch, ne? Das müssen sich die Leute auch mal im Kopf erstmal bewusst machen. Und deswegen, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird
vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe, bla 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 bla. Wahlen geht nicht. Wir haben keine gültigen Wahlgesetze, beziehungsweise die Bundesrepublik hat ja irgendwie vor ein paar Tagen irgendwie ein neues Wahldingsterbums da irgendwie verabschiedet. Ich weiß noch nicht, was da drin steht. Ich habe es mir noch nie angeguckt. Aber bis vor ein paar Tagen gab es keine gültigen Wahlgesetze seit 1953. Von daher, gut, ist das Grundgesetz genauso nicht vorhanden wie alles andere auch. Aber wie gesagt, habe ja vorhin schon gesagt, das sind halt eben Scheingesetze und wir müssen mit diesen Sachen spielen, sonst haben wir ja gar keine Chance. Ja, deswegen. Ja, das ist absolut richtig. Und da gibt es natürlich jetzt eine Menge, worüber wir reden könnten. Wir wollen da nicht zu tief heute einsteigen in diese speziellen Fragen, die dann natürlich noch offen sind. Natürlich ist auch die Frage zu stellen, kann jemand, der nicht legal an der Macht ist, überhaupt dann wieder irgendwas bestimmen, was das wieder in Kraft setzt, wo er schon vorher ungültig war? ich denke mal, das ist einfach nur eine Farce, unabhängig davon, der Frage, ob das Bundesverfassungsgericht, wie es dann da so da ist, auch überhaupt die Kraft und die Macht hatte, überhaupt so etwas zu bestimmen und so. Also da dreht sich wieder alles im Kreise, die Katze beißt sich in den berühmten Schwanz. Wir wissen nicht, was da wirklich wo wie richtig ist. Aber das ist auch heute nicht unbedingt der Tenor, weil da könnten wir noch mehrere Stunden dann darüber diskutieren, wir würden immer noch nicht zu Ende kommen. Aber was mir am Herzen liegt, ist eben die Art und Weise, wie mit den Menschen umgegangen wird. Und du sprachst das schon mal an, wenn man uns als juristische Person ansieht, ist klar, ne, dann ist das wie so ein Ding. Ne? Das wirft man in die Ecke. Ne? Oder man tritt mit den Füßen drauf. Aber wir sind ja von Natur aus mit naturgegebenen Gesetzen ausgestattet. Und die kann uns auch ein System nicht verändern. Das ist allerhöchstens dann, wie du schon richtig sagtest, irgendwo im Gehirn festgekrallt, dass man selbst daran glaubt, dass die so mit einem umgehen können, wobei das eigentlich faktisch unmöglich ist, wenn man sich dessen bewusst ist. Die Bewusstseinsphase oder die Stufe, die muss natürlich auch von allen erstmal erreicht werden. Das ist richtig. Ja, ist richtig soweit. Und wir haben ja diese naturgegebenen Gesetze, nur darüber müssen sich die Menschen bewusst werden, wie du gerade ja auch sagst. Und alles andere. Dann muss man natürlich auch handeln. Ja, zuerst kommt das Bewusstsein, dann kommt das Handeln. Es geht nie umgekehrt. Weil dann weiß man, wenn man umgekehrt handelt, indem man erst handelt und man gar nicht weiß, was man tut, ja, da macht man nur Mist. Ja, also es muss erst ins Bewusstsein kommen und dann handeln. Und dann weiß man auch, was man tut und wofür man was tut. Das ist die richtige Richtung. Ja, das muss unser Bestreben sein. Ja, wir haben hier noch ein paar Zuhörerfragen, die wollen wir auch gerne mit reinnehmen. Hier kommt eine ganz praktische an dich, Milene. Hallo Detlef, frag Milene doch mal, warum ich ein Passwort fürs Mumble brauche, um auf den Server zu kommen. Vielen Dank, liebe Grüße. Nein, brauchst du nicht. Ich weiß nicht, wer da jetzt rein will, aber nein, er braucht kein Passwort, um aufs Mumble zu kommen. Dann erklär doch mal ganz kurz, weil das ist ja ein Instrument, wo man sich auch so abseits der Sendungen, abseits von Chaträumen mal unterhalten kann, ja, wie das also, bei dir funktioniert. Das ist beschrieben auf der Seite www.milen-fm.net. Dort ist ja dieses Mumble-Symbol, dort kann man raufgehen und dann bekommt man dort alle Informationen, wie man ins Mumble kommt. Das ist eigentlich gar nicht kompliziert und nein, ein Passwort braucht man nicht. Nein, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Dann weiß nicht, ob du irgendwo im anderen Mumble warst oder so, vielleicht nochmal irgendwie deinstallieren und neu machen, aber nein, man braucht kein Passwort. Man braucht nur die IP und den Port und dann war es das schon. Und das findet man ja auch zum Beispiel eben auf deiner Webseite oder auch immer genau auf den jeweiligen Artikel bei mir. Wer das da finden will, bei mywakeness.wordpress.com, beim jeweiligen Artikel, ist auch dann ein Link, wie man zu Milanes Mumble kommt. Und wie gesagt, wenn das ein Problem ist, tatsächlich ist ein guter Vorschlag, einfach mal deinstallieren das Mumble und nochmal neu draufhauen, oder? Ja, muss man natürlich dann aber alles runternehmen und also nicht der Betriebssystem, aber alles, was zum Mumble gehört. Am besten mit dem Revo Uninstaller oder so. Und dann sollte das klappen, dass die Zertifizierung weg ist. Und wenn jemand jetzt das nochmal von dir speziell hören will, wie er das machen soll, kann man dich erreichen irgendwo?
So ein E-Mail oder so. Man kann mich im Skype erreichen unter minen.fm. Okay, also müsst ihr da mal nachschauen. Sonst reiche ich das dann nachher auch nochmal an dich weiter. Milene, die Frage, gell? Genau. Okay, jetzt haben wir da noch was. SWAT, unverantwortlich, schreibt hier jemand. Die Polizei hat nicht zu denken oder zu fühlen. Das hat was mit der Unverantwortung im Parteiengesetz § 37, Nichtanwendung eines Gesetzes des BGB § 54 Satz 2 aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet der Handelnde persönlich. Handeln mehrere, so haften sie als Gesamtschuldner. Das heißt, die Parteien üben keine Verantwortung und sind somit nicht zurechnungsfähig. Und das wird nach oben, von oben nach unten verteilt, bis eben zu den Uniformierten, die nichts im Kopf haben, brauchen. Inkompetenz ist Voraussetzung für die Macht der Dims, die Brut, wie er sie nennt hier. Dann kommt noch was. Hallo Detlef. Alles nur noch AGBs und Handelsrecht. Es gilt nur noch das Alliiertenkontrollratgesetz, SMAT-Gesetzgebung für Mittel- und Ostdeutschland, Schäf-Gesetzgebung, Überleitungsgesetzgebung seit 2005 wieder in Kraft. But last but not least, also ne, letztes, aber nicht das wenigste, das Council on Foreign Relation of Germany, die Schattenregierung, die hier die Dépendance leitet, die das wahrscheinlich mit koordiniert, Fragezeichen, mit besten Empfehlungen. Ja, das, die sind ja auch organisiert, ne? Die haben ihre Gremien, Bilderberger ist eins, Council of Foreign Relations ist was anderes, Trilateral Commission ist auch noch was, wo die also ihre Befehle weiterleiten. Man hat ja auch gehört, dass einige in diesen sogenannten Polizeiposten oder Revieren oder Direktionen überhaupt gar nicht mehr irgendwas Unterschriebenes kriegen, sondern die kriegen wir vielleicht manchmal einfach nur eine E-Mail. Da ja, von niemandem unterschrieben, einfach hier, fahrt in das Haus so und so, da muss jetzt morgen eine Razzia stattfinden oder sowas. Könnte ja sein, ne? Dass das dann in so einer E-Mail drin steht. Die Frage, von wem kommt die E-Mail, ne? Oder? Ja, ja, sicherlich ist die, wo kommt das her, ne? Und dieses CFR Deutschland, sag ich mal, also dieses Council of Foreign Relations, ist ja dann wieder der Regierung übergeordnet, ne? Und von dort und ich meine, ich möchte nicht Regierung sein, ja. Die sind ziemlich in der Klemme. Die kriegen Druck und immer mehr, Gott sei Dank, immer mehr zunehmenden Druck von unten, vom Volk, also von uns. Also ich möchte aber eigentlich sagen, mal von oben, ne? Von uns. Wir sind oben und die sind unten. Weil wir sind mehr, wir sind stärker. Ja, die Dims, das sind so arme Würstchen im Prinzip. Die haben zwar viel Geld und können damit viel machen, aber es ist auch nur ein Schein. Ja, und klar, aber dieses CFR ist wahrscheinlich dann der übergeordnete Befehlsgeber an die Regierung und die hat das dann umzusetzen. Denn das ist die Aufgabe der Regierung, Befehle der Dims umzusetzen. Ja, egal wie, ohne Rücksicht auf Verluste. Und deswegen muss diese Schnittstelle zwischen den Dims und den Völkern, die muss beseitigt werden. Ja, die muss beseitigt werden. Und die Frage ist natürlich, oder kam hier auch eine Anmerkung hier aus dem Chat bei mir hier, seltsamerweise demonstriert niemand vor dem Bundestag. Solange die Deutschen so schön ruhig bleiben, macht man immer schön weiter. Ja, das ist ja das, was ich sage. Leute, fangt an, euch bewusst zu werden, ihr seid die Ursache für diese Zustände auf diesem Planeten oder in diesem Land. Ihr seid die Ursache. Das ist so. Wir sind die Ursache, weil wir alles so zulassen, damit die da oben oder die Dims einfaches Spiel haben. Wir sind die Ursache. Beseitigen wir doch das Problem, oder? Ja, wobei ich natürlich mal primär es gut finde, wenn man nicht auf die Straße gehen muss und sich nicht unnötigerweise Gewalt aussetzen zu müssen, sondern eben seinen Widerstand von zu Hause aus macht, durch seine Verhaltensänderungen, das haben wir schon häufiger diskutiert, indem man einfach eben bewusster damit umgeht, das Geld abzieht von diesen ganzen Globalisten, ob es Banken, Versicherungen oder Firmen sind, die das System ja füttern, und ja, dann natürlich auch eben einfach kritischer sein oder das, was du auch schon angesprochen hast hier in den letzten anderthalb Stunden.
Jetzt haben wir hier noch eine Information, hallo Detlef, US Kerry, der heißt ja eigentlich auch Kohn, ne? Also aber US Kerry, der ist der neue US-Außenminister, reist durch Europa, Merkel und de Maizière besuchen die aufgestellten Patriot-Raketen in der Türkei, Iran muss sein Atomprogramm erklären, Nordkorea darf machen, was es will, Israel darf mal kurz Syrien bombardieren, hallo, merkt ihr noch was? Klasse Sendung, weiter so. Schreibt einer. Ja, also es ist ja auch so, dass letztendlich die dominante irrsinnige Minorität weder Russen, weder amerikanisch, weder Deutsch noch sonst irgendwas sind. Das sind Globalisten, die also alles wie ihre Farmen ansehen. Und jetzt soll ja auch sollen die USA und Europa fusionieren. Das heißt, es soll alles zusammenlaufen. Die Wirtschaften sollen zusammengeführt werden. Auch die Arbeitssituation soll angeglichen werden. Das heißt also, demnächst haben in den USA alle nur noch Hartz IV. Ne, und es wird dann nochmal halbiert. Ne, wahrscheinlich. Also, deswegen ist es schon wichtig, dass wir über die BRD sprechen. Und das ist das Herzstück hier in diesem EU-Faschismus. Denn auch dort in der Spitze in der EU, in Brüssel sitzen auch Deutsche. Ne? Also, wenn ihr wisst, was ich meine. Okay. Es gibt ja die hässlichen Deutschen, ne? Ne, und da gibt es die weniger hässlichen Deutschen, ne? Oder? Aber wir wollen das also nicht nach den Äußerlichkeiten allein beurteilen. Naja, nach meinen letzten Informationen ist man schon wieder so ein bisschen auf den Rücktritt getreten, dass man doch USA und Europa nicht so zusammen haben möchte. Man hat schon wieder einen Rückwärtsschritt gemacht. Man möchte da doch nicht ganz so. Ja, das ist die Frage. Letztendlich wollen sie aber eins. Das ist eine ganze Welt regieren. Und das geht nur, wenn man eben die Teile zusammenfasst. Egal, welche Teile man zusammenfasst. Man hat ja auch versucht, die Mittelmeeranrainer in eine Gruppierung zu fassen. Und letztendlich darf man auch die dort stattfindenden Kriege nicht anders verstehen, als dass man eben denen alle das System überstülpen möchte. Ich denke schon, dass man versucht, alles irgendwie zusammenzupacken, und das gibt natürlich Widerstände, auch intern natürlich, da gibt's, ist völlig klar. Naja, ausgeht, wissen wir nicht, ne? Naja, das wird gerade, die Atlantikbrücke wird gerade wieder zurückgebaut. Ich kriege auch gerade die Bestätigung im Chat. Die wird zurückgebaut wieder. Aber natürlich, wenn man die globale Regierung will, man schon. Aber man wird sie auf 5 Säulen stellen, und zwar kontinental. Also es wird diese Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika, wird es diese kontinentalen Regierungen geben, die dann zusammenlaufen zu einer globalen Regierung. Ne? Also es wird, so wie man jetzt diese europäische Regierung hat und dann auch die einzelnen Länderregierungen, ne, die Fäden laufen ja dann in der europäischen Regierung zusammen, so wird man das global machen. Es wird eine globale Regierung geben, aber dann gibt's die Teilregierungen sind dann diese 5 kontinentalen Regierungen. Also so wird man das machen. Und ja, gerade kommt noch was rein im Ticker hier. Russland bietet Deutschland Öl an für nur 1/3 der US-Preise. Ja, ist auch sehr interessant. Ne? Aber so wird's laufen. Man wird europäischen Kontinent eine Regierung, den amerikanischen, also alle Kontinente werden eine Regierung haben. Und diese Fäden laufen dann in einer Weltregierung zusammen. Also man baut die Atlantikbrücke im Moment wieder ab. Ja, sofern wir sie lassen. Das ist ja der Punkt. Also das sind die Pläne der Dems. Die haben natürlich immer verschiedene Varianten, da gebe ich dir recht. Und ziehen auch wieder schnell den Schwanz ein, wenn der Widerstand zu groß wird. Aber da haben sie halt dann wieder einen anderen Weg. Ich habe hier auch noch mal was. Herr Detlef, warum muss ich IHK Zwangsgebühren zahlen? Und die bezeichnen mich noch als einen Kunden. Wie lächerlich. Erbost euch alle, schreibt einer. Ja, aber eben wie gesagt, du kannst dann nachschauen, ob das auch eine Firma ist, als Firma fungiert, da gehe ich davon aus, dass die IHK das auch ist. Es gibt keine solchen Gesetze. Es ist einfach eine Art und Weise, uns auszupressen. Widerstand ist angesagt, ne? Welche auch immer. Oder? Siehst du das? Ja, das ist ja das wo ich auch mit den OWIG-Gesetzen, ja, die sind alle gelöschen, erloschen, gestrichen und was weiß ich, habe ich ja vorhin alles vorgelesen. Und trotzdem kassieren sie Bußgelder und Strafzettel und Parkzettel und Knöllchen und so einen ganzen Kram.
ja, obwohl das alles nicht mehr rechtens ist, ja, weil die Gesetze sind alle abgeschafft. Und deswegen habe ich auch, ich habe vom November noch so ein Knöllchen für 20 Euro, ja, ich habe den 20 Euro und 1 Cent überwiesen, unter Vorbehalt, steht doch auf dem Überweiser drauf, also unter Vorbehalt, ich habe denen die 20 Euro bezahlt, habe mich für ihr Geschäftsangebot natürlich bedankt und habe denen dann, die haben mich nachts auf der Autobahn geblitzt und habe denen dann eine Rechnung geschrieben von 15.000 Euro, weil sie mich nachtens einfach ohne meine Erlaubnis fotografiert haben, also das Recht am Bildnis verletzt haben. Und ja, mal sehen, was da kommt. Ne? Und dass sie mich eben in Gefahr gebracht haben durch die Blendung des Blitzes, wurde ich vom Straßenverkehr auf der Autobahn abgelenkt und geblendet. Und ja, den habe ich dort mit 15.000 Euro in Rechnung gestellt. Bin mal gespannt, was da kommt. Und das sollten alle machen. Es sollten anfangen, die Leute sollten anfangen, Rechnung zu schreiben. Wenn man euch an den, ich sag mal, Karren fahren will, schreibt Rechnung. Nehmt euer Leben endlich in die Hand. Schreibt Rechnung. Ob die nachher bezahlt werden oder nicht, ist eine andere Geschichte. Es ist Sand im Getriebe. Wir als Volk haben laut BGB das Recht, Rechnung zu schreiben. Ja, nicht nur die Regierung, Verwaltung und so weiter dürfen uns Rechnung stellen. Wo steht das, dass wir das nicht dürfen? Wir dürfen auch Rechnung schreiben. Also ran, wer euch irgendwie was wegnehmen will oder was, schreibt Rechnung ohne Ende. Und alles teuer, teuer, teuer. Die sollen in Schwitzen kommen. Gebt ihnen ein eigenes, gebt ihnen euer Aktenzeichen, benutzt nicht deren Aktenzeichen, sondern gebt ihnen ein neues von euch und die haben einen Rechnungseingang in ihren Unterlagen. Was sie damit machen, ist eine andere Geschichte. Aber die haben an ihrer Firmenabrechnung am Ende, am Jahresende, haben die ein Problem. Die haben offene Forderungen. Absolut. Das kann ich auch nur unterstützen. Ich mache das auch so und hier, viele haben sich da schon angeschlossen. Hier kommt noch mal eine Frage, Herr Detlef, oder ein Kommentar. Meiner Ansicht nach schützt der Verfassungsschutz, ja, der BRD, das deutsche Volk davor, dass es eine eigene Verfassung verfasst. Das ist der wahre Grund dafür, warum überall die Buden leergeräumt werden, vermeintlicher Kontext zu links und oder rechtsradikalen Verbindungen unter die Weste gejubelt werden. Die Gläubiger der beiden NGOs wollen doch ihr Personal nicht verlieren und weiter melken. Das ist auch gut. Hier schreibt noch jemand, Probleme mit dem Widerstand. Hallo Milene, hallo Detlef. Das Problem mit dem nicht stattfindenden Widerstand ist meines Erachtens die Rechtssicherheit. Wenn du jemanden sagst, eigentlich bräuchtest du keine Steuern zu zahlen aus dem und dem Grunde, wird er den entstehenden Ärger kalkulieren, den es bringt, dieses juristisch durchzufechten und entscheiden, besser nicht auffällig zu werden. Wenn du aber jemandem sagst, dass er keine Steuern zahlen muss aufgrund des Urteils von so und so, wird er sofort seine Steuerzahlungen einstellen. Das kann man analog auch auf andere Themen extrapolieren. Ich glaube daher nicht an den großen Widerstand, solange juristisch keine Grundsatzurteile zumindest in einigen wenigen Bereichen vorliegen. Ansonsten klasse Sendung. Red Dog. Okay. Naja, irgendwo im Grundgesetz, ich weiß jetzt aber den Artikel leider nicht aus dem Kopf, steht ja nichts drin von Steuererhebung. Also brauchen wir auch keine Steuern zahlen. Eigentlich das Grundgesetz, dieses Scheingrundgesetz, dieser Scheingesetze in der Schein-BRD, ist ja das höchste Gesetz, steht ja über allem. Und deswegen kann ein niedergestelltes Gesetz kein höheres Gesetz brechen. Ne? Das ist einfach verboten und ist dann Rechtsbeugung. Und das ist dieses Zitiergebot. Aber ich roll gerade durch. Aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht. Es steht im Grundgesetz, dass wir keine Steuern zu zahlen brauchen. Das steht da einfach drin. Und da muss man jeder nochmal nachgucken. Und ja, ich hatte da auch einen Artikel dazu veröffentlicht bei Schuldnervereinigung. WordPress.com, weil das ist ja einfach überhaupt gar nicht vorgesehen. Ne? Steuern zu zahlen, das ist, taucht nirgendwo auf. Es taucht weder auf im Grundgesetz, noch taucht es auf bei den Menschenrechten. Und das ist ganz wichtig, dass da jeder sich darüber nochmal im Klaren ist, dass es eigentlich alles illegal ist, was die
von uns wollen. Ja. Und wie gesagt, hier in der BRD sind Steuern verfassungswidrig, möglicherweise auch noch in anderen Ländern. Das muss natürlich jeder nochmal überlegen. Und da gibt es ja eben die Abgabenordnung, die AO Paragraph 2, ne? Und die Grundrechte, ja, dass man eben auch zum Beispiel nach der UN-Resolution 217a.3 vom 10. Dezember 1948, die auch die Erklärung der Menschenrechte ist, da steht nichts davon drin, dass Steuern gezahlt werden müssen. Im Gegenteil. Es müssen einem alles zur Verfügung gestellt werden, ne? Nach Artikel 27 Absatz 1, Wohnung, Kleidung, Gesundheit und Wohl, alles muss laut Artikel 25 Absatz 1 jedem zur Verfügung gestellt werden. Ja, es steht schon in den Chefgesetzen. Ja. Aber das ist gut, dass ich heute hier bin. Ich würde jedem empfehlen, dass jeder seine Kassenzettel aufhebt, ja, egal wo er einkauft, oder alle Quittungen, wo Mehrwertsteuer ausgeschrieben ist, und diese alle halbe Jahr ans Finanzamt schickt. Also indem man eine Rechnung schreibt, diese Kassenzettel schon vorab zusammenrechnet, also immer die Mehrwertsteuer nur. Ja, dass man die schon in dieser Rechnung aufführt, diese mit Rechnungsnummer ans Finanzamt schickt und die Kassenzettel dabei legt oder die ganzen Quittungen mit Mehrwertsteuer und sich alle halbe Jahr seine Mehrwertsteuer zurückfordert vom Finanzamt. Denn in den Artikeln, die wir kaufen, in der Ware, die wir kaufen, ist überall schon die Steuer drinne. Und die wird nochmal besteuert mit Mehrwertsteuer. Ja, wir haben im Nettopreis ja auch schon Steuern drinne, denn ein Unternehmen kalkuliert immer schon die Steuern, Lohnsteuern und so weiter mit ein in den Preis. Das bezahlen wir alles schon mit. Und dann wird nochmal eine Mehrwertsteuer raufgetan von 19%. Das ist alles illegal. Mehrfachbesteuerung ist verboten. Und an den Tankstellen schon mal sowieso. Ja, da wird Ökosteuer, Benzinsteuer, also Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer, da haben wir schon mal 3 Steuern drinne. Ist ja alles verboten, eigentlich 4, ne, weil Mineral, also das Benzin, ist ja, da ist ja auch schon die Steuer drin, also eine verdeckte Steuer. Also ist 4-mal Besteuerung. Das ist verboten. Mehrfach Besteuerung ist verboten. Also Kassenzettel sammeln, Rechnung schreiben alle halbe Jahr und ab dafür, hin zum Finanzamt. Absolut richtig. Kann ich auch nur unterstützen. Und ja, das muss einfach jetzt massenhaft geschehen. Nur die Masse macht's letztendlich und dann kriegen die also das Hosenflattern oder Rocksausen. Ne? Das ist der Widerstand. Das ist der Widerstand, den wir machen können. Der Widerstand, den wir machen können. Der ist friedlich, der ist gewaltlos und der ist rechtens. Aber natürlich ist es trotzdem auch wichtig, Initiativen vor Ort zu unterstützen. Ich wollte hier auf eine Infoveranstaltung, eine Demonstration hinweisen, wo wir auch selbst vor Ort sind mit Wake News. Und zwar ist das am schönen Bodensee in Ravensburg am Samstag, den kommenden, am 2.3.2013. Das startet ab 10 Uhr. Da geht es auch um Unglaublichkeiten, friedlicher Protest. Denn da hat die Bürgerinitiative warnglocke.de eine Einladung geschickt. Und das wird etwa so von 10 bis 15 Uhr dauern auf dem Marienplatz vor der Post in Ravensburg. Und wer da also hinkommen möchte von euch, herzlich willkommen. Wahrscheinlich laufen wir uns dann über den Weg, ne? Oder? Für Milen ist es ein bisschen weit, ne? Aber vielleicht sind einige da so in der Nähe. Dann kommt ruhig vorbei. Und da könnt ihr bei mir hier auf der Seite awakenings.net News die Einladung sehen. Und dann möchte ich auch noch etwas Wichtiges mitteilen. Wir haben jetzt für den Martin Deschler, das ist hier der Widerstand vor Ort, direkt an der Schweizer Grenze, in Grenzach-Wielen, für denjenigen, der sich daran erinnert, dem wurden alle Tiere weggenommen, dem hat man hier schon seit 15 Jahren, versucht man da an sein Land ranzukommen, wird immer weiter abgegraben, ausgehungert sozusagen, mit Gebühren und Folter bestraft, dass er endlich sein Land umsonst abgibt, wahrscheinlich noch was dazu zahlt, dass man es überhaupt nimmt, für wichtige Bauprojekte, die hier laufen. Und der braucht jetzt eben eure Hilfe. Wir haben jetzt ein Spendenkonto für ihn eingerichtet. Das ist zu finden bei ihm auf dem Blog martindeschler.wordpress.com. Der hat es wirklich notwendig, ne? Also wer da, und wenn es noch ein paar
Euro sind, und wenn es von vielen kommt, dann hat er wieder ein bisschen was in der Tasche, weil man hat ihm sogar jetzt die noch ausstehende Zahlung, das ist ja in der EU so, ne, da werden ja die Landwirte bezahlt dafür, dass sie nicht so viel produzieren und was weiß ich, ja, oder kontrolliert produzieren, kriegen die halt aber dann auch entsprechende Summen ausgezahlt, das wird dann über die jeweiligen regionalen Regierungen, in Anführungszeichen, gesteuert. Und das hat man ihm jetzt hier zu 95% gestrichen. Das heißt, es bleiben ihm noch irgendwie ein paar Kröten übrig davon. Und davon kann er natürlich seinen Betrieb nicht aufrechterhalten. Dafür kann er auch nicht kämpfen. Er braucht natürlich Mittel, jetzt auch juristisch vorzugehen gegen diese Unglaublichkeiten. Und wir werden ihn da auch weiterhin unterstützen. Und es waren auch schon viele ja da, zum Beispiel bei Hilfseinsätzen. Ganz klasse, dass da so viele bereit waren zu kommen. Auch unter widrigen Umständen. Aber bitte, das wäre klasse, wenn ihr da ihm was spenden könnt. Wie gesagt, scheut euch nicht, auch wenn ihr, wenn es nur kleine Summen sind, jede Summe wird gebraucht. Wenn einer da zuhört, der ein bisschen mehr zur Verfügung hat, auch das wird hochgeschätzt. Ich weiß, dass wir alle finanziell angespannt sind, aber wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir müssen irgendwie zusammenhalten. Nur so geht's. Und so können wir auch zukünftig unsere Dinge behandeln. Ja, das war jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis. Was ich auch unglaublich fand, was auch wieder das bestätigt, was hier in der BRD los ist, dass das eben nicht nur in der BRD der Fall ist, ist das Beispiel Holland. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hattest, Milen. Da ist eine Veröffentlichung gewesen bei MM News mit der Überschrift Erste Enteignung in Europa erfolgreich. Da geht es also quasi um eine Enteignung einer Bank, die eigentlich ja für die Anleger die Sicherheitsreserven zur Verfügung stellen müsste. Aber das ist alles nicht mehr so wichtig. Der Staat greift ein, in Anführungszeichen, also die Regierung greift ein, und haben also das Ding alles kassiert. Ja, und die Kunden gehen mehr oder weniger leer aus. Ja, und das ist natürlich ein klares Zeichen dafür, dass das System, ja, oder sagen wir mal, dass die Justiz in dem Lande, auch hier in Holland, in der Waagschale nur noch gegenüber dem System entscheidet und eigentlich wahrscheinlich auch nur deswegen überhaupt da ist, in diesem System für das System zu entscheiden. Das ist also nicht eine Sache in der BRD allein, das ist überall so. Das ja. Kann ich auch hier aus der Schweiz so bestätigen. Ja, 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 ich hab's am Rande mitgekriegt, ja, fand ich ja sehr interessant. Aber ich muss heute so lachen. Heute haben irgendwo in der BRD, ich weiß den Ort nicht mehr, in irgendeiner Kleinstadt hat jemand über Nacht den Geldautomaten eine Volksbank gesprengt. Und das halbe Gebäude mit zerlegt. Also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Bankräuber waren und das Geld wollten. Zumindest haben die den Geldautomaten gesprengt und dabei die ganze Bank platt gemacht. Ne? Also das Gebäude ist jetzt erstmal, die Bank ist jetzt erstmal hinüber. Also das jetzt mal so noch mit am Rande. Das kam heute in den Mainstream-Medien, die ich ja sowieso mit anderen Augen schaue als die meisten. Ja, fand ich sehr interessant. Wer weiß, was dahinter steckt. Aber ich habe eben noch eine andere Sache, weil die Sendung ist auch gleich zu Ende, wo ich eigentlich noch sagen wollte, gerade an die Hartz-IV-Empfänger oder Leistungsberechtigten, will ich mal sagen. Ich muss mir das auch angewöhnen, Leistungsberechtigte. Wenn Bewerbungen geschrieben werden, schreibt Bewerbungen nicht als Bewerbung, sondern als Interessensangebot. Schreibt eine Bewerbung an die Firmen, die euch interessieren. Also an den, wenn ihr oder für eure Talente oder was ihr gerne machen würdet wollen, ja. Wenn jemand gerne Maler werden möchte und findet aber nichts oder weiß der Geier was, als Beispiel jetzt nur, ne, das gilt für alle Bereiche. Schreibt Interessensangebote an die Firmen. Ja, ich interessiere mich für ihre Firma und für das, was sie tun, und stellt eure Talente dar, was ihr könnt, ja, was ihr gerne macht und dass ihr an der Firma interessiert seid, dass ihr dort gerne tätig sein wollt, weil euch das eben Spaß macht, weil ihr da Erfahrungen habt, weil ihr euch dafür interessiert und so weiter. Und mit dem Zusatz, bei Interesse
möge sich die Firma bei euch bewerben. Sie möge euch Vorschläge machen, Gehalt, Weihnachtsgeld, drittes Gehalt oder wie auch immer, Urlaub und so weiter. Die Firma möge euch Angebote machen. Ja. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und somit seid ihr nicht mehr in diesem Druck, euch für jeden Scheiß bewerben zu müssen, sondern bewerbt euch oder macht Interessensangebote bei den Firmen, wo ihr arbeiten möchtet. Und die mögen sich oder die sollen sich bei euch bewerben. Ihr heftet keinen Lebenslauf ran, weil den schmeißen die eh weg. Die ganzen Firmen werden eh zugeflutet mit Bewerbung. Die schmeißen die Scheiße, ich sag mal so grob, eh weg. Ja, oder die schicken es ja nicht mal mehr zurück. Deswegen, und so eine Bewerbung, ja, dieses Interessensangebot, wird mit Sicherheit an die Seite gelegt. Aus diesem großen Stapel. Ja, und ihr habt dann immer was für die Arge, ja. Also das ist ja mit Textbausteinen immer schnell zu verändern. Und das ist ein Brief, ein Zettel und den schickt ihr raus und dann fertig, Ende im Gelände. Also ja, das zeigt einfach, dass die Firmen sich bei den Arbeitnehmern bewerben müssen. Es muss umgedreht werden. Es muss aufhören, dass man um Arbeit bettelt, sondern die Arbeitgeber sind ohne Arbeitnehmer nämlich nicht in der Lage zu existieren. Sie müssen Arbeitgeber suchen. Das ist deren Aufgabe. Und genau so muss es gemacht werden. Ja, genau. Wir sind das Volk. Wir sind der Chef. Und Firmen und Regierungen haben uns, der Menschheit, zu dienen und nicht andersrum. Völlig richtig. Hier kommt noch was rein. Menschenrechte in Deutschland. Menschenrechte sowie die UN-Charta, den Zivilpakt oder EMR-Konvention vorschreibt, kann man nicht in Deutschland anwenden, weil es einfach keine Menschen gibt. Sie sind ja alle Personal einer Firma und sind nur eine Sache, in Klammern juristische Person. Hammer. Sie könnten als Beispiel hier mit jedem Deutschen umbringen, ohne dass man zur Rechenschaft gezogen wird, weil ja hinzukommt, dass es in Deutschland auch noch Kriegsrecht herrscht und somit voll legitim ist. Ist das nicht toll? Ironisch gemeint. Was sagst du dazu, Detlef und Milene? Naja, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dass wir ja alle juristische Personen sind, alle mit Personalausweis, Dinge und Sachen und die haben keine Rechte, habe ich vorhin schon gesagt. Ja, also ich habe da noch eine andere Sichtweise. Das mag so sein, dass die das so sehen, aber es kommt ja darauf an, wie du das siehst, wie ich es sehe, wie die Menschen es sehen, das Volk es sieht. Und du hast von Natur aus, von der Geburt an, natürliche Rechte. Und das wird übrigens auch weltweit so gesehen. Das ist nicht nur eine Sache der BRD. Das ist überall so, dass wir diese Rechte haben. Wir müssen sie nur nutzen. Wenn du sie nicht nutzt, sondern wenn du sie an der Garderobe weghängst und sagst, ich bin lieber Personal, ne, und ordne mich unter, dann haut es natürlich nicht hin. Man muss dieses Leben, das du hast, diese natürliche Gabe, die musst du nutzen, das musst dir bewusst sein, dass du das bist und dass du das hast und dass du dein Leben führen sollst, wie du es willst, was vielleicht die Schöpfung eigentlich dir zugetragen hat, oder? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass uns das nochmal bewusst ist. Ja, und hier kommt noch was. Hallo, liebe Milene, das ist nicht ganz korrekt mit den Steuern zurückverlangen, denn die Finanzagentur beruft sich auf das Schenkungsrecht. Einmal geschenkt, bekommt man nie mehr zurück. Naja, ich sehe es mal so. Wir sind ja gezwungen, diese Mehrwertsteuer zu zahlen, sonst rückt uns die Kassentante das Zeug ja nicht raus. Ne? Wir können ja nicht an eine Kasse gehen und sagen, hier, ich gebe dir jetzt nur netto. Da sagt die, nö. Ne? Weil die muss abrechnen. Und ich sag ja nicht, ich schenke dir jetzt hier die Mehrwertsteuer. Ne? Die gibt dir die Ware nicht, wenn du die Mehrwertsteuer, also nicht den Bruttopreis bezahlst. Das ist das Problem. Deswegen müssen wir das zurückholen. Das ist ja keine freiwillige Schenkung, die Steuer, also die Mehrwertsteuer, von der rede ich jetzt mal einfach nur, sondern die wird uns ja zwangsabgenommen, sonst kriegen wir die Ware nicht. Das ist ein Zwang. Das ist eine Erpressung. Ja, wenn du den Bruttopreis nicht zahlst, kriegst du keine Ware. Und das ist einfach so. Versuch mal im Laden, was netto bezahlen zu wollen. Da zeigt der Verkäufer dir Vogel und sagt, ja, dann gehen wir woanders hin. Ne? Das ist Erpressung und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte.
Ja, ich denke, dass da kann man schon Argumente finden, um da wieder rauszukommen. Man kann auch mal sagen, ich widerrufe mein Geschenk. Das geht. Ne? Es gibt das so hier in Ehestreitigkeiten, ne? Oder Trennungsgeschichten. Da hat irgendeinem einen Diamanten geschenkt und dann sagt, und dann geht die nachher, ja, also sagen wir mal, das ist eine Dame, geht dann weg von ihm. Und dann sagt er, hey, das Geschenk will ich zurückkriegen, ne? War zu teuer. Oder sowas. Das geht schon. Irgendwie kriegt man das schon hin, oder? Das kommt auf die Masse drauf an. Wenn alle es so wollen und alle sagen, wir wollen das nicht, dann haben die keine Chance, oder? Zumal ist ja so ein Einkauf an der Kasse ist ja auch ein Handelsvertrag. Ja, und keine Schenkung. Also es ist ein Handelsvertrag, den man ja abschließt an der Kasse. Ja, und mit Schenkung hat das in dem Sinne nichts zu tun. Ich sehe auch so. Hier kommt noch was, gelber Brief. Hallo Detlef, habe heute leider zu spät eingeschalten und weiß nicht, ob die Frage schon gekommen ist. Habe eine Frage für deinen heutigen Gast. Wie soll man denn mit einem gelben Brief vom Amtsgericht umgehen? Gar nicht darauf reagieren, ungeöffnet zurückschicken, Einspruch einlegen oder zurückweisen. Wäre nett, wenn die Frage noch beantwortet werden kann. Danke im Voraus. Wie immer tolle Sendung, netter Gast. Gruß aus dem Allgäu. Also eins ist hier vielleicht nochmal wichtig für uns zu sagen. Wir machen hier keine Rechtsberatung, ne? Wir verteilen hier nur unsere Ansichten und ein paar Tipps, die wir irgendwo aufgeschnappt haben. Ne? Also wir sind hier keine Rechtsberater. Man kann sich auch nicht darauf verlassen und wir dürfen das vielleicht auch gar nicht. Also Rechtsberater. Ne? Recht, also nicht jetzt politisch, sondern juristisch. Ne? Also ich hätte da eine Antwort drauf, aber willst du vielleicht zuerst? Nee, mach du mal. Ah, das hat sie geschickt gemacht, gell, Milene. Schiebt den Dörtler vor. Ja, also das erste Mal, dieser gelbe Brief könnte ja auch rot sein, ne? Oder grün. Wenn er mit der Post kommt, in der BRD, ja, mit der Post kommt, dann ist es eine Privatzustellung. Oder manchmal schicken sie auch noch irgendwelchen anderen Privat-Dingsbums. Damit ist es keine offizielle Zustellung. Das ist mal Punkt 1. Und dann, je nachdem, ja, du kannst das zurückschicken, kannst du auch, aber kannst auch aufmachen, ist völlig wurscht, ist ja privat schreiben. Und dann guckst du rein, was drin steht, und wenn da irgendjemand nur so eine Angestellte unterschrieben hat, dann schickst du der Angestellten erstmal ein Schreiben mit einer Rechnung, boah, was weiß ich, 5.000, 6.000 Euro, ne, für die Stunden, die du damit beschäftigt warst, und sagst, du solltest in 14 Tagen dir in bar überweisen, also bar zuschicken, Scheck oder so. Und wenn es irgendwie so ein, so dann noch so irgendwie so da draufstehen würde, es wären irgendwelche Richter, die da unterschrieben hätten, am Amtsgericht, dann sagst du, ja, das ist aber interessant, wer ist denn das? Weil da hat keiner unterschrieben. Und dann kann man noch so ein paar Daten hervorziehen, Paragraphen von anderen Entscheidungen, die schon getroffen waren. Jeder Beschluss, jedes Urteil in der BRD muss unterschrieben sein, sonst ist es nicht gültig. Ne? Und dann schicken sie auch noch Meister, ist das eine Ausfertigung, ne? Ausfertigung ist so quasi, heißt Kopie, aber du hast keine Kopie bestellt, oder? Also du brauchst keine, also hast das nicht bestellt. Und Einspruch einlegen oder zurückweisen, ja, das kann man dazu schreiben, sagen, falls nichts anderes hilft, auf das auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall darauf liege einsteigen. Immer, wie gesagt, allen Rechnungen schicken und letztendlich, ja, das, so mache ich das. Oder naja, so. Man kann entweder das Ding ungeöffnet wieder im Briefkasten schmeißen, Annahme verweigert oder wie auch immer, oder nicht zustellbar raufschreiben, und dann ungeöffnet wieder in den gelben Postkasten zurückschmeißen. Denn die Dinger werden ja meistens heute schon einfach in den Briefkasten geschmissen, ohne dass irgendwer was unterschreibt, ohne Empfangsbestätigung. Oder man nimmt den, macht den auf und liest den auch und schreibt dann, wie gesagt, wie du schon sagtest, eine Rechnung, aber man bedankt sich für das Geschäftsangebot. Denn es ist nichts anderes. Es ist ein Geschäftsangebot, weil man kann ja normalerweise nichts anderes machen. Und da bedankt man sich halt fürs Geschäftsangebot und indem man das zur Kenntnis genommen hat und erklärt, ich bin mit Ihrem Geschäftsangebot einverstanden oder eben nicht einverstanden. Und wenn man nicht einverstanden ist, dann schreibt man denen eine Rechnung, wie du schon sagtest, um 6, 7, 10.000 Euro. Diese beiden Möglichkeiten gibt's, mehr gibt's gar nicht. Ne, zurückweisen in dem Sinne, entweder die Postfrau bringt einen das, dann kann man sagen, hier, nee, nehmen Sie wieder mit den Kram, aber in den meisten Fällen fliegt das Ding so im Briefkasten
Und dann hast du natürlich keinen Postboten mehr an der Hand. Dann kannst du das Ding entweder, schreibst du drauf, nicht zustellbar, wieder reinschmeißen in den Briefkasten. Oder wenn du den annimmst und aufmachst, dann bedankst du dich halt für das Geschäftsangebot und schreibst dir eine Rechnung. Ja, und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir sind nämlich gleich durch. Milene kann man erreichen. Hier habe ich die Links drin bei mir in der Webseite myweakness.wordpress.com. Ich wiederhole die Sendung nochmal. Klasse, dass ihr alle da wart. Wir hören jetzt noch den Song Wissen haben von Teja und dann in der Umspulung von Sato Clef Piove. Ansonsten klasse, dass ihr da wart. Wir sehen uns im nächsten Monat. Kommt alle am Samstag, wenn ihr Lust habt. Ciao, ist der Delle von Wakeness Radio. Und Milene, ja. Sagt ciao. Ciao, ciao. You're listening to the International Community Radio Network.